Ja, hallo. Oh! Und herzlich willkommen. Wir haben noch einen Hall drauf. Ich mach mal den Hall aus. Du sagst schon mal hallo. Hallo. Wir hören uns gerade auch selber, deshalb ist das gerade ein bisschen verwirrend. Okay, jetzt ist alles gut. Besser. Guten Morgen, schön, dass ihr da seid. Guten Morgen. Wir begrüßen alle, die gerade live zuschauen. Wir begrüßen alle, die sich die Aufzeichnung angucken. Das Interesse an den Aufzeichnungen ist sehr schlagartig zurückgegangen. So, die Klicks gehen immer so in 50er Schritten rückwärts. Wir sind mal bei 200 Klicks innerhalb von einem Tag gewesen. Dann gestern waren es ungefähr 130 und dann, also vorgestern 130, gestern dann irgendwie 80. Ich weiß gar nicht, was jetzt der Stand ist. Wenn euch irgendwas stört, sagt uns Bescheid. Ansonsten freuen wir uns einfach auch, unsere treuen Stamm-Live-Gucker irgendwie zu begrüßen. Das sind ja doch einige, mit denen wir es da zu tun haben. Wir freuen uns, dass es heute zumindest zwei Moderatoren wieder in den Chat geschafft haben und drei Gäste. Das ist nett. Und ja, wenn ihr, also wenn es irgendwas gibt, was wir tun können, damit dieses Format mehr dem entspricht, was ihr erwartet, gebt uns Bescheid. Ihr erreicht uns wie immer über diese E-Mail-Adresse, die da ganz oben steht, tv@gcm.schule. Uns haben auch eine Menge Videobeiträge von vielen Kollegen inzwischen erreicht. Das ist gar nicht so einfach, diese Informationen dann alle so irgendwie in unseren Sendeplan hineinzubringen. Aber ja, kriegen wir schon irgendwie gebacken. Und ja. Also es gibt eine Beteiligung und sieht ja auch so aus, als ob wir das noch eine Weile hier so machen würden. Von daher denke ich mal, werdet ihr uns noch ein paar Mal zu sehen bekommen. Ja, ich gebe da mal weiter. Du hast nämlich den Ausblick für die Sendung. Heute eine ganz neue Rubrik. Wir haben uns gedacht, wir sagen euch am Anfang der Sendung mal ganz in Ruhe, was wir die ganze Zeit vorhaben, damit ihr weißt, ob es sich lohnt, am Ball zu bleiben. Ja. Genau, wir starten heute mit einem Campus-Clip von Herrn Münzner. Danke nochmal für den Beitrag. Sehr interessant, Epidemiologie mathematisch erklärt. Und Was? Epidemiologie. Also dass man die Ausbreitung von Infektionskrankheiten auf Populationsebene, also auf viele Menschen. Pop kenne ich, Popkultur. Ja, fixiert. Gut, wir gucken uns das gleich an. Dann schauen wir nochmal, was unsere Keimlinge in den Eierschalen machen. Und gehen weiter in die Fachteile. Ja, Herr Baldauf macht weiter genau, mit der Programmierung von dem Formular, was wir gestern angefangen haben. Ja, da gibt es noch echt viel zu tunen und zu sehen. Und insbesondere zeige ich euch, wie ihr eine PHP-Datei wirklich dann als Webservice etablieren könnt. Mhm. So, also wirklich wichtige Lebensskills, die wir heute lernen. Dann geht es noch weiter mit meinem Fachteil. Wir haben ja gestern angefangen mit den Grundlagen der Ökotoxikologie und wir gucken uns jetzt verschiedene, heute eine Studie an, die ganz bekannt ist und die sich auch deutschlandweit anwenden lässt. Dann haben wir Herr Bartel zu Gast heute. Yay, ein Applaus für Herr Bartel. Vorträglich. Genau, also der macht heute nochmal Mathematik, hauptsächlich für die Viertklässler interessant, Flächeninhalte berechnen, aber ja, vielleicht denkt man auch als 9- oder 10-Klässler-Mensch, ich habe vergessen, wie das geht, dann ist das auf jeden Fall auch nochmal gut. Und ja, was wir dann noch machen, was wir eigentlich schon seit einer Woche auf unserem Plan stehen haben, ist der Corona-Gitarrenkurs für fortgeschrittene Gitarristinnen. Also quasi, es ist so eine Art Tutorial, glaube ich, kann man sich das vorstellen, ja. Wenn man schon ein bisschen Gitarre spielen kann, wie man das Ganze auch ein bisschen ausweiten kann. Genau, so eine Art Freizeitbeschäftigung nochmal. Wir haben Herr Bartel heute um 10.30 Uhr hier. Das heißt, wir beide sind jetzt dafür verantwortlich, euch eineinhalb Stunden zu bespaßen. Aber nein, nicht nur bespaßen, zu erfreuen und mit wertvollen Inhalten zu versorgen. Also das hat hier Substanz. Ja, das ist nicht einfach nur Spaß und Halligalli.
Ach ja, und du? Halligalli kriegt man auf ProSieben. Und du leitest gleich noch dein OpenSCAD-Tutorial ein. Ach ja, genau. Ne? Ich will das noch mal kurz Werbung machen. Hm? Genau, das kommt nämlich jetzt. Ach, das kommt jetzt? Oh, dann komme ich euch mal ein Stück näher. So. Genau, ich habe angefangen für die 7. und 9. verpflichtend, also 7. Klasse Wahlpflichtinformatik und 9. Klasse Wahlpflichtinformatik, ein Tutorial zu erstellen. Das mache ich von zu Hause, vom Schreibtisch und im Homeoffice sozusagen. Da geht es um 3D-Modellierung. Das heißt, wie kann ich 3D-Objekte erstellen? Und zwar auch nochmal ähnlich wie dieser Programmierkurs from the scratch. Also ganz von unten, von der ersten Zeichnung, von der ersten Idee. Wie fange ich an? In kleinen Schritten. Ich habe auch versucht, da die Häppchen sehr klein zu portionieren, sodass die auch innerhalb von einem Tag verdaulich sind. Also das Video gestern, was ich aufgezeichnet habe, war 13 Minuten. Das heißt, das erste Video waren 20 Minuten. Und dann habe ich gesagt, das geht so nicht. Und außerdem fehlte eine Viertelstunde Ton. Also musste ich irgendwie umbauen, so wie das immer bei der ersten Version ist. Und habe daraus dann eine 13-Minuten-Version gemacht und alles Gelaber weggelassen, was ich vorher irgendwie eingebaut habe. Das heißt, das ist wirklich kurz und knapp. Es ist so gemacht, dass man vielleicht ab und zu mal Pause drückt und auch zurückspult, um zu verstehen, was da eigentlich passiert. Und das ist in relativ kleinen Schritten. Ihr findet das auf, Moment, ich brauche meinen Laptop. Ihr findet das, wenn ihr auf unseren YouTube-Kanal geht, also auf youtube.com/c/gcmvideo. Dann findet ihr das Tutorial an relativ prominenter Stelle. Oder aber ihr geht wirklich direkt über die Playlists. Dafür habe ich nämlich jetzt mal die erste Playlist angelegt. Das heißt, da gibt es jetzt also das OpenSCAD-Tutorial als Playlist. Hey, es gab immerhin schon mal 22 Aufrufe und ist ohne Musik, ganz schnöder Text. Ich sehe schon, hier ist noch herzlich ein Fehler eingeschlichen. Hier ist also in Berlin 2020 Berlin, juhu. Das wird dann in Folge 2 hoffentlich verschwinden. Und es geht also um eine kurze Einführung. Ich zeige, wie das, wo man das Programm herholt. Hier gab es ein schönes Bild. Hier, da grüße ich dann von meinem Desktop aus. Da, so sieht das Ganze dann am Ende aus. So, da winke ich euch zu. Ist lustig, ich habe denselben Pulli an wie heute. Und dann, dann erstellen wir also ein 3D-Objekt. Na komm. Sah irgendwas. Das sieht gut aus. Schaut mal. Hier. So erkläre ich nämlich, wie man mit den Tutorials arbeitet und wie man grundsätzlich irgendwie in diesem Programm navigiert. Und dann geht es am Ende geht's immer eine kleine Programmieraufgabe und eine Verabschiedung. Und wer es schafft, innerhalb von endlicher Zeit das hochzuladen, und mit endlich meine ich innerhalb von einem Tag, wer es also schafft, mir seine Aufgaben bis zum nächsten Tag Mittag ungefähr wieder zuzusenden über den Lernraum oder vielleicht auch über tv@gcm.schule, dann kann ich sozusagen eure 3D-Modelle, die ihr erstellt habt, auch Teil dieser Sendung werden lassen. Also es ist nicht ganz live, aber es ist nah dran an live, es ist zumindest in Echtzeit und mit unmittelbar Feedback, wenn ihr das wollt, wenn du das willst. Ja, billiger kriegst du es nicht. Genau, das war mein kurzer Werbeteil. Jetzt geht's, glaube ich, los mit dem Campus-Clip. Bist du bereit? Jo, aber noch nicht mein Rechner zeigen. Nein, noch nicht den Rechner zeigen. Da, Ich zeig dich. Du bist noch am Sortieren. Soll ich noch irgendwas nein, erzählen? Ich bin jetzt soweit. Ich musste nur eben. Genau. Also, wir schauen uns jetzt Herrn Münzner an, wie er uns Verbreitung von Infektionskrankheiten erklärt. Okay, in 17 Minuten hören wir uns wieder. Wir stellen die Mikros aus. Wir hören jetzt alle gespannt zu. Und ich gucke mal eben, ob ich den Ton auch oben habe. Ja, ein Traum. Und los geht's. Hallo, liebe Zuschauer. Hallo, liebe Schüler, liebe Schülerinnen. Mein Name ist Daniel Münzner. Ich bin Mathelehrer hier am Grünen Campus. Und habe beschlossen, für unseren Fernsehkanal ein klein bisschen was mit Mathematik zum Coronavirus zu machen. Wir erleben ja derzeit alle eine ganz seltsame gesellschaftliche Lage. Wir sollen Abstand halten voneinander, mindestens 1,5 Meter. Außerdem
sind die Schulen alle geschlossen. Okay, der eine von andere von euch freut sich sicherlich ganz doll darüber, aber diejenigen, die gerade kurz vor den Prüfungen stehen, finden das vielleicht nicht so lustig. Oder die vielleicht fürchten müssen, gar nicht ihren Schulabschluss zu bekommen. Alles eine schwierige Situation. Es kann aber noch dramatischer sein. Hier habe ich mal ein Bild aus dem Iran. Da wird eigentlich alles desinfiziert. Hier die U-Bahn, jede Türklinke. Damit versucht man irgendwie dem Virus Herr zu werden. Aber ist das eigentlich nötig? Warum ist das Virus so gefährlich? Genau das will ich heute mit ein paar mathematischen Rechnungen erläutern. Und das geht wie folgt. Wir brauchen zunächst ein paar aktuelle Daten, dann ein mathematisches Modell. Ich werde mit euch ganz kurz drei Modelle anschauen, die in Frage kommen. Dann wird etwas gerechnet, es kommen Gleichungen natürlich ins Spiel. Ganz hilfreich ist am Ende auch ein Zeichenprogramm für Funktionen und damit können wir eigentlich alles Wichtige erledigen. Wir könnten es natürlich auch nur ausrechnen, aber es ist schon etwas besser, wenn wir uns das grafisch veranschaulichen und nicht alles nur mit Zahlen machen. Na dann, auf geht's! Die Daten. Was wissen wir denn über das Corona- oder Covid-19-Virus? Am 25.02. Gab es die ersten zwei Fälle in Deutschland. Genau genommen waren das nicht die ersten Fälle. Es gab vorher schon einen Fall in München bei Webasto. Diese Person konnte aber isoliert werden, einschließlich der Person, die sich durch diese Person angesteckt hat. Dort wurde also die Seuche nicht verbreitet. Verbreitet wurde sie durch zwei Patienten, die man als Patient 0 bezeichnen könnte, in Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg. Von da an ging es weiter. Am 16.03.2020, also nur 20 Tage später, hatten wir schon 4.838 infizierte Personen. Ich habe das dann mal grafisch dargestellt. Das sieht hier wie folgt aus. Wir sehen auf der X-Achse die Zeit in Tagen und auf der Y-Achse die Anzahl der Infizierten. Der Einfachheit halber werde ich jetzt mal die ganzen Rohdaten wegnehmen, damit wir uns auf die Grafik konzentrieren können. Dort gilt es nämlich noch eine Kleinigkeit zu modifizieren. Wer genau aufgepasst hat, hat vielleicht mitbekommen, dass wir über die genaue Anzahl der Infizierten überhaupt keine Aussagen haben. Wir wissen nämlich nur, wie viele Menschen positiv getestet wurden. Das macht einen erheblichen Unterschied. Wissenschaftler gehen nämlich davon aus, dass etwa die Hälfte der Menschen gar keine Symptome hat, folglich nicht zum Arzt geht, folglich nicht getestet wird. Dieses Problem wird uns am Ende auch nochmal beschäftigen. Wir versuchen jetzt aber mal von der Anzahl der positiven Tests aus zu argumentieren. Und wir versuchen die Zukunft zu schulen. Dazu brauchen wir ein mathematisches Modell. Das erste Modell, was ich nehmen wollte, wäre eine lineare Funktion. Aber mir ist gerade aufgefallen, dass ich ja noch ein paar Daten einfügen wollte. Genau, was wir auch noch brauchen ist, wir sollten wissen, dass 5% der Patienten derzeit auf der Intensivstation landen. Also 5% derjenigen, die man positiv getestet hat. Und in Deutschland haben wir ungefähr 30.000 Betten für intensivmedizinisch zu behandelnde Patienten. Das ist eine ganze Menge. Das ist die größte Anzahl von Intensivstationsplätzen weltweit in einem Land. Ja, wenn wir jetzt weiterschreiten zu unserem ersten Modell, einem linearen Modell, sieht das wie folgt aus. Man nimmt sich einfach unsere Daten her, nimmt ein Lineal und zeichnet eine Gerade durch die zwei gegebenen Punkte. Der erste Punkt ist der Tag 1, der zweite Punkt ist der Tag 20. Und so könnte man dann zu jedem weiteren Tag ablesen, wie viel Infizierte es nach diesem Modell geben müsste. Also schauen wir hier mal auf den Tag 40 auf der X-Achse, schauen hoch, dann nach links zur Y-Achse, dann kommen wir vielleicht auf 9.000, 10.000 Infizierte. Aber jedem ist klar, dass das nicht besonders plausibel ist. Das hieße ja, dass jeden Tag eine feste Anzahl von Infizierten hinzukäme oder in unserem Fall eine feste Anzahl von Personen getestet würde und die Ergebnisse positiv wären. Aus der Praxis wissen wir, das ist nicht der Fall. Die Anzahl, die jeden Tag hinzukommt, wird täglich größer. Die Kurve der Ergebnisse müsste also wahrscheinlich eher so aussehen. Hier sehen wir ein
exponentielles Modell. Das Modell eines exponentiellen Wachstums, bei dem die Zunahme sich selbst immer beschleunigt. Also die Anzahl der positiv Getesteten wird nicht um eine feste Zahl größer, sondern um einen Faktor. Sie verdoppelt sich oder verdreifacht sich. Dieses Modell ist schon ziemlich gut, hat aber bei genauem Hinsehen trotzdem noch einen Haken. Was passiert denn, wenn wir ganz weit in die Zukunft schauen? Dann müsste es ja immer mehr Infizierte geben. Auch das ist nicht ganz plausibel, denn irgendwann ist keiner mehr da, der vom Virus infiziert werden kann. Also hier oben ist irgendwas nicht ganz passend für die praktische Erfahrung. Deshalb nutzen wir am Ende ein Modell, was ihr aus der Schule wahrscheinlich nicht kennt, aber auch nicht viel schwerer zu handhaben ist, nämlich das eines logistischen Wachstums. Das hat erstmal eine ganz komplizierte Gleichung, aber um die kümmern wir uns später. Wie sieht so ein logistisches Wachstum aus? Wir haben hier einen Tag 0, der uns einen Anfangswert liefert. Dann geht es steil nach oben und irgendwann flacht die Kurve immer weiter ab und pegelt sich auf einem Wert ein. Das ist dann der Grenzwert. Wenn wir das jetzt auf unseren Zusammenhang anwenden, sieht das ungefähr wie folgt aus. Wir haben einen Grenzwert, den kennen wir. Es gibt nämlich ungefähr 80 Millionen Einwohner in Deutschland. Und das wäre der wirklich absolut höchste Grenzwert für die Anzahl der positiv zu testenden Personen in Deutschland. Nämlich, wenn jeder Bürger irgendwann mal mit dem Virus infiziert gewesen wäre. Wir kennen auch den Anfangsbestand. Das sind nämlich 2 Infizierte am Tag 0. Nicht verraten, aber die werden wir ihm aus seinen Daten entlocken. Der eine oder andere fragt sich jetzt vielleicht noch, was soll dieses kleine E da? E steht für eine Zahl, nämlich 2,781, die Eulersche Zahl. Man könnte das auch ohne diese Umschreibung machen, das ist aber in der Mathematik üblich. Spätestens in der 12. Klasse werdet ihr das dann lernen und auch alle so schreiben. Ist aber technisch kein Unterschied. Ja, jetzt schauen wir mal, was wir mit dem Modell machen können. Also wir haben die allgemeine Gleichung. Und da setzen wir jetzt nach und nach unsere bekannten Größen ein. Wir haben einen Anfangswert, a gleich 2, Infizierte am Tag 0. Also ersetzen wir a durch 2 in der Gleichung, und zwar jedes a. Das sieht dann wie folgt aus. Außerdem kennen wir den Grenzwert. Das ist g gleich 80 Millionen. Naja, ungefähr 80 Millionen. Auch diesen Wert setzen wir jetzt in die Gleiche ein. An jeder Stelle, wo vorher G stand, erscheint jetzt 80 Millionen. Und zu guter Letzt wissen wir noch etwas. Wir wissen, dass am Tag 20 4.838 Personen infiziert waren. Das kann man sich jetzt vorstellen wie einen Punkt im Koordinatensystem. Der Punkt heißt Tag 20, der X-Wert ist 20 und der Y-Wert ist 4.838. Das bedeutet, ich kann 20 einfach in die Funktionsgleichung einsetzen und erhalte 4.838. Das ist ja das Schöne an Funktionen. Ich setze was ein und kriege den anderen Wert raus. Wenn ich das jetzt einsetze, sieht das wie folgt aus. Dem einen oder anderen kommt das vielleicht sehr kompliziert vor, aber genau ist das, was wir jetzt erhalten haben, nichts anderes als das, was ihr aus dem Unterricht kennt. Es ist eine Gleichung. Auf der einen Seite steht eine Zahl, 4.838, auf der anderen ein ziemlich komplizierter Term. Das Entscheidende an dem Term ist aber, das Einzige, was wir in dem Term nicht kennen, ist k. Also ist das gleiche Spiel, was ihr ab Klasse 8 eigentlich immer macht. Ihr nehmt euch die Gleichung her und formt sie um. So sieht also unsere Gleichung auf. Und jetzt würden wir die nach k umformen. Das könnt ihr entweder per Papier selber in einigen Minuten tun oder ihr gebt es bei Wolfram Alpha ein, wenn von euch jemand diese geniale Webseite schon kennt. Ich habe es einfach mal gemacht und komme auf einen Wert für k, nämlich 4,87 mal 10 hoch minus 9. Das ist eine ziemlich kleine Zahl. Mit diesem Wert haben wir jetzt unsere Funktionsgleichung fertig. Die sieht folgendermaßen aus und wenn wir sie von einem Programm zeichnen lassen, erhalten wir folgendes Ergebnis. Prima, jetzt wissen wir also, wie sich in einem hypothetischen Modell, wenn man nämlich nichts täte und keine Gegenmaßnahmen ergreifen würde, das Virus verbreitet. Was können wir aus den Ergebnissen jetzt ablesen? Das Erste, was auffällt,
ist, wenn wir einmal auf die X-Achse schauen. Vom Tag 0 bis zum Tag 60, also in nur knapp 2 Monaten, hätten alle Bundesbürgerinnen mit dem Virus Kontakt gehabt. Eigentlich ein ziemlich interessantes und positives Ergebnis, denn nach 2 Monaten wäre der Spuk dann vorbei. Alle hätten den Virus gehabt, einige wären wahrscheinlich gestorben, andere wären immun geworden, manche hätten es gar nicht gemerkt. Das Problem, was den Virologen und Politikern so viel Kopfzerbrechen bereitet, findet sich aber eher zwischen Tag 30 und Tag 50. Und hierbei geht es um den Anstieg dieser Funktion. Man sieht, es geht extrem schnell nach oben. Sehr, sehr schnell. Das heißt, innerhalb weniger Tage würden extrem viele Menschen mit dem Virus infiziert werden. Zugegeben, wir berechnen hier ja nur auf Grundlage der Personen, die getestet wurden. Aber es ist ja klar, dass unter den Getesteten auch ein massiver Anstieg von ein massiver Anstieg der Testzahlen auch ein massiver Anstieg der Infizierten bedeutet. Wenn man sich jetzt diesen Bereich anschaut, hier zwischen Tag 40 und Tag 50, das sind nur 10 Tage, hätte man in diesen 10 Tagen 60 Millionen Menschen, die sich neu mit dem Virus infiziert hätten. Tag 40 waren es noch 10 Millionen, an Tag 60 sind es schon 70 Millionen. Von diesen 60 Millionen, das wissen wir bisher von den Patienten in Deutschland, wird es vermutlich 5% geben, die unter Atemnot, Atemstillstand sogar oder Organverlagerung leiden. Diese sogar 5% der Patienten müssen auf eine Intensivstation, um dort behandelt zu werden. Und jetzt kann man ja mal nachrechnen. 5% von 60 Millionen macht 3 Millionen Patienten, die auf eine Intensivstation müssen. Wir haben aber nur Kapazitäten für 30.000 Personen. Am Ende verbliebe ein Defizit von 2,7 Millionen Menschen, die intensivmedizinisch nicht behandelt werden können. Und das bedeutet aller Wahrscheinlichkeit nach, dass diese Personen versterben werden, obwohl man sie mit einer Behandlung vielleicht hätte retten können. Jetzt ist die Sache natürlich nicht ganz so einfach, denn auch ohne Behandlung und mit Behandlung wird es zu Todesfällen kommen. Das ist ja bei einer saisonalen Grippe nicht anders. Schauen wir uns also die 3 Fälle mal an. Wir haben uns überlegt, ohne Behandlung käme es wahrscheinlich zu 2,7 Millionen Tote. Da wären jetzt noch die Leute hineinzurechnen, die in der Phase davor oder danach versterben könnten. Es gibt noch eine Reihe Unschärfen in diesem Modell, aber nehmen wir erstmal die 2,7 Millionen an. Würde man jetzt diese Personen alle behandeln, verstirben natürlich trotzdem welche. Man geht davon aus, dass die Letalität des Virus zwischen 0,3 und 0,7% liegt. Wir rechnen hier der Einfachheit halber mit 0,5%. Wenn wir diese 0,5% auf die 80 Millionen Bundesbürger anwenden, hätten wir 400.000 Tote. Das sind schon erheblich weniger als die 2,7. Und für alle, die noch einen Vergleich zum Verständnis haben wollen, in einer normalen Grippesaison, schreibt das Robert-Koch-Institut, gibt es maximal 20.000 Menschen, die daran versterben. Also wir haben es schon mit einer außergewöhnlichen Situation zu tun. Und wenn es uns nicht gelingt, die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen und über eine längere Zeit zu strecken, dann ja, riskieren wir sehr, sehr viel mehr Menschen, die versterben, die man sonst, weil man sie intensivmedizinisch behandeln könnte, retten kann. Ganz so wird es natürlich nicht kommen und wie ich schon sagte, gibt es eine Reihe Unschärfen in diesem Modell. Das soll nicht unerwähnt bleiben. Also zum einen sind positive Tests nicht Infizierte. Ihr könnt euch ja selber mal überlegen, was das bedeutet, aber selbst wenn ihr die Todeszahlen jeweils halbieren würdet, kämt ihr immer noch zu ziemlich drastischen Zahlen. Das zweite ist, wir haben glücklicherweise bereits Gegenmaßnahmen ergriffen, weil man genau dieses Szenario ja letztlich vor Augen hat. Drittens, hoffen alle Virologen auf einen positiven Einfluss des Wetters. Man nimmt an, dass zumindest in Gebieten, die jetzt nicht subtropisch und schwül warm sind, eine Erwärmung das Virus eindämmen könnte und dem Virus eher zu schaffen macht. Wissen tun wir das allerdings noch nicht. Zu guter Letzt wird man, egal in welchem Szenario, immer Gefahrengruppen isolieren. Menschen, die wissen, dass sie sehr gefährdet sind,
Ältere Personen oder Personen mit Vorerkrankungen werden sich glücklicherweise immer weiter vorsehen. Und vielleicht kommt es so dazu, dass diese Menschen gar nicht vom Virus erwischt werden, in keinem dieser Szenarien, weil das Virus bereits nach einer bestimmten Zeit, wenn es 70% der Bundesbürger infiziert hat, kaum noch einen Menschen findet, an dem es sich weiterentwickeln kann. Dann hoffen natürlich alle, dass irgendwann Medikamente das Ganze eindämmen und uns andere Handlungsmöglichkeiten geben oder es vielleicht sogar einen Impfstoff gibt. Nichtsdestotrotz sind das ziemlich drastische Zahlen. Wenn ihr selbst einmal herumspielen wollt, dann kann ich euch einen Simulator empfehlen. Das ist Epidemic Calculator. Gebt das einfach in eine Suchmaschine ein und ihr kommt auf die entsprechende Selbstseite. Da könnt ihr alles einstellen. Ihr könnt auch einstellen, welchen Einfluss Schutzmaßnahmen der Regierung haben, die die Verbreitungsrate des Virus deutlich senken. Und dann könnt ihr euch einen Eindruck verschaffen, was das für Deutschland oder für die Welt bedeutet, je nachdem, wie man vorgeht. Ich hoffe, ihr seid jetzt nicht zu deprimiert von den Zahlen. Ihr habt ein bisschen was von der Mathematik gesehen und gesehen, wozu das, was ihr im Unterricht lernt und nutzt, tatsächlich in der Praxis angewendet werden kann. Ich hoffe, ich kann beim nächsten Mal ein etwas erfreulicheres Thema erzählen, aber ich fand es ganz wichtig und wünsche euch jetzt einen noch guten Schultag zu Hause. Vielen Dank, Herr Münzner. Oh, wir haben schon wieder Hall. Tada! Zurück in unserem Studio. Ich mach mal das Programmsymbol wieder an. So. Ja, wir haben fleißig mitdiskutiert. Erstmal nochmal ein großes Dankeschön an Herrn Münzner, der mal einen Fachteil gebracht hat, der jetzt nicht unbedingt für die Grundschule geeignet ist. Unsere bisherigen Videobeiträge waren ja immer mehr so grundschultauglich. War's? Oder? So? Ja, hatte ich das Gefühl. Also so mit Töpfern und so. Ich kann ja, mir doch, schwer einen Zwölftklässler irgendwie mit Lehm oder Ton vorstellen. Wobei das auch cool ist. Ja. Also ihr macht dann wahrscheinlich mehr Aschenbecher als Zahnputzhalter. Aber zurück zu Herrn Münzner. Also vielen Dank für diesen fachlich mal doch eher tiefer gehenden Teil. Es gibt aber, also wir haben hart diskutiert am Rande, weil uns ist eine, oder gerade Frau Alberts als Bioinformatikerin, die da gearbeitet hat, ist eine Sache aufgefallen, das muss sie, glaube ich, loswerden. Also, das war eine harte Diskussion und ich habe versucht, alles zu retten. Aber hier, kriegst deine eigene Kamera und kannst jetzt eine Botschaft an Herrn Münzner schicken. Ja, also ich wollte nur noch mal sagen, wenn man eigentlich solche Modelle benutzt und Funktionen, man nennt das Fitten, also man guckt quasi, welche Funktion passt am besten zu meinen Daten. Und zu den Daten, die jetzt da waren, hätte fast jede Funktion gepasst, weil man hatte genau zwei Punkte. 0, 0. Also den Koordinatenursprung. Genau, und... Und einmal nach 20 Tagen mehrere tausend Tote. Ja. Also es ist auch extrem schwierig, muss ich dir ehrlich sagen. Das ist so zynisch, womit wir jetzt gerade rechnen. Ne? Also das ist, ich finde es super, super mutig, das irgendwie beim Namen zu nennen und die Mathematik drauf anzuwenden. Aber wir machen Rechenaufgaben und machen Mathematik mit Dingen, die sind so schrecklich ernst. Und eigentlich geht es darum, was über die Zukunft rauszukriegen und eben in eurem Fall jetzt mal zu zeigen, dahinter steckt keine anspruchsvolle Zauberei. Jeder Zwölftklässler kann das rechnen. Und deine Kritik, ich fasse es nochmal zusammen, ist, aber bitte, wenn ihr das mal ernsthaft betrachtet, macht das nicht mit zwei Daten. Das ist die Vereinfachung jetzt hier für die Schule. Die Forscher, wenn die sagen, ja, wir können noch gar nicht so genau sagen, wie sich das entwickelt wird, dann liegt das genau daran, dass also auch 20 Datensätze nicht ausreichen. Und auch 200 Datensätze nicht irgendwie einen Blick in die Zukunft ermöglichen. Und die mathematischen Modelle, die dahinter stecken, die Funktionen, werden noch viel komplizierter und verrückter. Am Ende werden sie wieder einfacher. Aber wenn man dann erstmal sagen will, so, wir gucken jetzt mal 10 Tage in die Zukunft und es ist relativ verlässlich, dann stecken dahinter ziemlich fiese Gleichungen, die wieder mit Schulmathematik nicht zu erschlagen sind. Ja, das macht dann Computer für euch. Ja. Aber es geht darum, dass wenn man, also euer Modell, das steht und fällt einfach mit den Daten. Und je mehr Daten ihr habt, desto besser wird das Modell und desto besser kann man damit arbeiten, weil ihr müsst daran denken,
Also die Modelle, die sind Grundlage für unser Handeln, was wir jetzt gerade machen. Das sind alles Wissenschaftler, die sich hinsetzen und diese Modelle machen. Und anhand dieser Modelle werden Maßnahmen erschaffen. Und dahinter steckt einfach richtig viel Geld. Und ja, Geld, was man vor allem verliert, ne? Genau, und deshalb ist es wichtig, dass diese Modelle richtig sind und funktionieren. Und also da muss man schon als Wissenschaftler seine Hand für ins Feuer halten können und zu sagen, okay, mein Modell stimmt, ihr könnt jetzt bestimmte Maßnahmen ergreifen. Weil wenn ihr jetzt daran denkt, an diese ganzen Schließungen, die wir jetzt gerade haben, an die Geschäfte, die alle nicht mehr laufen und ja, so weiter. Ja, Adidas zahlt keine Miete. H&M auch nicht. Und ja, das ist, wenn dann die Modelle nicht stimmen und dann kommt so ein Wissenschaftler, ich habe falsch gefittet, also mein Modell ist falsch, dann aber mal schönen Sonntag. Also kann man nicht machen. Ja. Also es ist wichtig, viele Daten, und je mehr Daten man hat, und dann kann man mathematisch gucken, welche Funktion passt am besten zu meinen Daten. Und man bekommt dafür Werte, dass man nachgucken kann, okay, ist es jetzt wirklich die beste Funktion, die ich da durchgelegt habe. Es gibt ja noch viel mehr Funktionen. Wir haben ja jetzt drei kennengelernt, die lineare, die exponentielle und das logistische. Aber es gibt noch richtig viele mehr, und dann kann man testen, okay, welche Funktion passt jetzt am besten zu meinen Daten, und dann seine Aussage treffen. Und wir haben auch noch mal gerade darüber gesprochen, dass wir hatten ja jetzt gerade zwei Achsen, also eine X- und eine Y-Achse. Aber eigentlich hat man unendlich viele von diesen Achsen. Also sogenannten. Man muss ein Modell auch noch verstehen. Wenn man jetzt unendlich viele Achsen einführt, also dann reicht der dreidimensionale Raum nachher nicht mehr aus, sondern dann braucht man also einen n-dimensionalen Raum. Den versteht man halt nicht mehr. Nee, da reicht unsere menschliche Vorstellungskraft nicht aus, aber dafür gibt es ja Computer. Ja, und die können daran dann auch tatsächlich was ausrechnen. Nur ob die richtig gerechnet haben, kann man nur hoffen. Mhm. Und was die da ausrechnen, ist halt auch schwierig. Da sind wir ganz schnell bei Douglas Adams, ja, die den größten und besten Computer ausgebaut haben, nämlich die Erde. Und dann rechnet der mit einem großen Primamborium, und was kommt raus? 42. Schön. Ah ja, okay, wir haben also eine Antwort. Ja. Aber was war jetzt nochmal die Frage? Und jetzt mach mal deine unendlichen Dimensionen auf. Und wenn wir von mehreren Dimensionen sprechen, dann sagen wir, hey, es wäre doch cool, wenn wir auch mit einbeziehen können, was Münzner ja auch gesagt hat, dass wir also zum Beispiel das Wetter mit einrechnen. Aber als Teil der Funktion oder als Teil des mathematischen Modells, was man dort aufbaut. Ja. Oder was könnte man auch noch mit einrechnen? Zum Beispiel die Mutationsrate von Corona. Oder man kann da noch gucken, ob bestimmte Maßnahmen ziehen. Das kann man auch noch mit einbauen. Den Abstand kann man einbauen. Dann, oh ja, wie schnell sieht denn das Koordinatensystem aus, wenn die Leute 1 Meter Abstand halten? Mhm. Oder 1,50 oder 2 Meter? Mhm. Genau, das kann man alles damit einrechnen. Und dann am Ende guckt der Computer, welche... Die Kosten würde ich in eine Dimension mit reinpacken, dann kann man nämlich die Kosten minimieren. Das ist so richtig cool, ja, für Wirtschaftswissenschaften. Die gucken dann nämlich, okay, und welche der Modelle minimieren jetzt die Kosten? Willkommen im Kapitalismus. Ja, aber das ist halt das, was wir alle wollen. Ne, wir müssen Vorhersagen machen jetzt an dieser Stelle. Und das ist das, was Epidemiologen machen. Also die machen Vorhersagen mit diesen Daten, um zu gucken, was wir am besten jetzt machen können. Das ist eigentlich das Wichtige. Und die Computer, die gucken dann, okay, welche Dimensionen müssen die verschiedenen Parameter, also hier jetzt, was weiß ich, Abstand, Wetter, keine Ahnung, Kosten annehmen, dass wir den bestmöglichen Effekt haben. Genau. Aber um die Sache nochmal rund zu kriegen und diesen Campus-Clip zu beenden, nochmal vielen, vielen Dank für diesen Beitrag, der zeigt, wie weit man mit Schulmathematik schon mal kommt, und er gibt ja vor allem eine ganze Menge Argumentation an die Hand. Also selbst wenn das mathematische Modell jetzt nicht so akkurat ist, dass ich politische Entscheidungen davon ableiten würde und du anscheinend auch nicht, dann war das auf jeden Fall, was man auf jeden Fall gesehen hat, ist, dass man mit dem Handwerkszeug, was ihr in der Schule lernt, schon eine Menge anfangen kann, um überhaupt zu zeigen, wie es grundsätzlich funktioniert. Ich glaube, manche von euch kennen das auch. Man rechnet ja, oder man lässt diesen sogenannten Parameter R² bestimmen.
Klar. Manche von euch, also die 13-Klässler und die 12-Klässler-Leistungskurs Mathe. Und genau, aber ich glaube, das kennt ihr und dann bekommt man einen Wert und je höher, also je näher dieser Wert an 1 ist, desto besser ist das Modell. Und hier wäre wahrscheinlich eher überdimensional schlecht gewesen in diesem Beispiel. Ja, aber nochmal, Fehlerrechnungen und Korrelationen oder ich weiß, ja, Quadrat hat doch noch einen Namen. Ich kenne das noch aus dem Studium, ja. Ich denke, wir sollten mal schauen, was die Eierschalen machen. Wolltest du das jetzt machen oder ja, soll ich das machen? Ich hol die mal und du kannst das machen. Ich darf das machen. Mhm. Wir schauen in die Eierschalen. Dann setze ich mich jetzt mal an den Tisch von Frau Alberts. Ja. Und ich sag dir, auf welche Tasten du drücken musst. Willkommen. Und zwar, So. Cool. Also jetzt hätte ich gern Kamera 6, glaube ich. Drück mal auf die 6 und dann auf die Enter-Taste. Gleich. Da gucke ich noch hin. Was? Das ist eine ganz neue Perspektive hier. Ist schon was passiert? Einfach die 6-Taste? Nein. Ja, cool. Die da. Nice. Ja, und du kannst oben die Tasten auf dem Ziffernblock benutzen, dann sagst du, welche Kamera du hast und dann die Enter-Taste, dann macht er diesen okay. Switch. So, und ihr wisst jetzt auch Bescheid, wie das Mischpult funktioniert. Was ich euch nämlich zeigen möchte, ist, wie schön unsere Pflänzchen gewachsen sind. Man sieht es schon auf der Kamera dort hinten. Und es gibt die Behauptung, hier wachsen noch andere Dinge. Schauen wir mal auf die Dokumentenkamera. Haben wir hier schon Strom? Ah, wir haben gleich Strom. Genau. Alles live heute, alles improvisiert. Bedien dich am Strom. So. Das ist auf der 3. Schalt mal bitte auf die 3. Ta-da-da-da. So. Sind die nicht groß geworden? Abgefahren, oder? Und was ich nämlich auch machen möchte. Guckt mal, so sieht unser Studio aus. Und so sehen die Pflänzchen aus. Riesengroß. Stellt er auch nochmal scharf? Hallo? Da. Hallo? Ja, tolle Kamera. Autofokus. Haben wir Autofokus deaktiviert? Hier gibt es ja auch Knöpfe drauf. Rotate, Filter, Light. Hier gibt es einen Knopf. Ah ja. Was man auf jeden Fall sieht, ist, dass die hier schon mehrere Zentimeter hoch sind. Mach mal das YouTube-Video aus, den Livestream. Und hier sieht man, dass die einfach ein bisschen später kommen. Und jetzt kommt die Überraschung. Auch im dritten Ei ist was unterwegs. Hier oben drauf. Dieser Keimling hier hat so ein bisschen Erde mit hochgenommen. Und dieser Keimling hier ist noch ganz frisch aus der Erde herausgekommen. Das heißt, wir haben eigentlich jedes Ei besetzt, außer das kleinste. Und das ist echt interessant, ne? Das halt. Ja. Ich glaube, das vierte ist immer noch, das immer noch nichts und drei davon, die sind halt eigentlich echt unterschiedliche Stadien. Ja, das ist wirklich spannend und wir können ja mal theoretisch versuchen rauszukriegen, woran das liegt. Also ihr seht hier nichts, ich sehe hier auch nichts. Ja, vielleicht, weil hier kein Loch drin ist. Vielleicht sind die echt? Oder aber du hast nicht überall Samen reingebekommen. Das kann ja, es kann auch sein, dass da oder nur eine oder was weiß ich. Also es kann halt echt sein, ne? Weil ihr habt ja gesehen, wie ich gearbeitet habe. Das war halt nicht sonderlich professionell. Mach mal die 7. Dann sind wir nämlich beide zu sehen. Mhm. Tada. Ja. Jetzt erzähl weiter. Ja, wir haben unglaublich professionell gearbeitet. Ich habe das gesehen. Du hast die Eier genommen und dann hast du so. Die arme Tomate. Irgendjemand hat auch im Live-Chat geschrieben. Oh Gott, lass doch die arme Tomate. Was hat sie dir getan? Ja, es ist eigentlich schön hier. Ich verstehe, warum du gerne hier sitzt. Ja, man, ne? ist so viel näher dran. Ja. Da ist man viel weiter weg. Merkst du den Unterschied? Ja. Ja. Wie geht's denn weiter? Fachteil? Genau, also wir sind bei deinem Fachteil. Okay, ja, dann muss ich dann wieder an meinen Platz zurück. Genau, ich gehe so rum und du gehst so rum, dass wir den 1,50 Meter Mindestabstand halten. Gehen, du gehst ganz normal den kürzesten Weg, ich gehe den langen Weg. Wir halten uns ja an die Regeln. Mhm. So, aber weißt du, was mir jetzt fehlt? Das Desinfektionsmittel für die Tastatur. Ja, meine, ich werde jetzt nicht mit meinem Gesicht über die Tastatur kriechen.
Okay, kommen wir zum Fachteil. Fachteil Nummer 1. Ja, im Chat ist es total ruhig geworden. Niemand sagt was. Warum nicht? Sagt doch mal, ob ihr unsere Diskussion verstanden habt zum Beispiel. Wir haben uns ja jetzt hier ziemlich kritisch auch mit den Daten und mit dem Film von Herrn Münzner auseinandergesetzt. Findet ihr das angemessen? Haben wir es vielleicht übertrieben? Auch Herr Münzner kann natürlich schreiben und vielleicht noch das eine oder andere Argument dazu geben. Gut, jetzt geht es hier um den Programmierteil, also den Webentwicklungsteil. Und ich hatte gesagt, ich will zwei Dinge heute machen. Ich will einerseits das HTML ein bisschen frisieren und andererseits euch die Logistik zeigen. Wir fangen mit dem zweiten Teil an, weil den HTML-Fu, den kann man notfalls auch nochmal schieben. Aber die Logistik, dass man mal lernt oder versteht, wie ich jetzt von dem Programm, was ich auf rappel.it geschrieben habe, jetzt zu einem lauffähigen Webserver komme und wie das jetzt also funktioniert, dass dieses Programm auch wirklich wie so eine Webseite ausgeführt wird, das ist, glaube ich, nicht so einfach. Und da kann man sich ruhig ein bisschen Zeit für nehmen. Also, erstmal habe ich euch ja, das habt ihr bestimmt schon mitbekommen, die Dateien hier auf unserer Campus-TV-Webseite irgendwie hinterlegt. Da gibt es einmal das laufende Formular, was man jetzt also auch wirklich benutzen kann und wo man irgendwie Daten eintragen kann. Blub, 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 blub. Und so weiter. Und dann kann man irgendwie also die Gewässergüte berechnen. Die ist also, wenn man überall die gleiche Zahl eingibt, 2,2. Also ein relativ okayes Gewässer, wenn ich von allem 5 Viecher finde. Das ist halt sozusagen der Durchschnittswert. Das Ding hier sieht, also dieses Dokument selbst sieht noch nicht schön aus, das weiß ich. Daran kann man jetzt arbeiten, dass das schön aussieht. Und was ich euch auch verlinkt habe, ist also nicht nur das funktionstüchtige Formular, sondern auch den Quellcode. Das ist dann also nicht eine PHP-Datei, hier oben in der URL sieht man das, sondern eine TXT-Datei, sodass ihr den nehmen könnt und kopieren könnt. Da sieht man, da gibt es dann schon die ersten Probleme, dass der Browser also das Ö, was mein Computer als Ö versteht, oder das SZ hier irgendwie ganz merkwürdig kodiert. Ja, also das hier ist eine Köcher fliegen darf und nicht eine Zeilenumbruch fliegen darf. Und wie man diesen Buchstaben ausspricht, weiß ich nicht. Und ein Y mit 2 Punkten oben drüber kann ich auch nicht aussprechen. Das sind so Probleme, die auftauchen. Das hat mit der Zeichenkodierung zu tun. Könnt ihr nachgoogeln, was Zeichenkodierung bedeutet. Das ist fast eine Wissenschaft für sich. Stolpert man andauernd drüber. Kann man aber tatsächlich umgehen, wenn man den HTML-Code entsprechend pimpt. So, wie habe ich es denn geschafft, dieses Formular hier, was man ausführen kann, hochzuladen? Ihr seht jetzt hier nämlich, wenn ihr euch die URL anguckt, das ist jetzt eine Datei, die heißt güteklasse.php. Gestartet sind wir aber ja irgendwie in REPL. Das heißt, diesen Code hier, den man hier hat, den habe ich auf Moment, REPL.it irgendwie laufen gehabt. Diesen Weg kennt ihr alle. Nein, kein Comment Line. Ich will einen Webserver haben. Da haben wir quasi aufgehört. Komm schon. So ungefähr das sah das aus, als wir uns das letzte Mal verabschiedet haben, mit einem Unterschied. Ich habe hier also die einzelnen Formularelemente, die noch gefehlt haben, ergänzt. By the way, ich habe leider keine Einsendung bekommen. Das heißt, das Tutorial mache ich aktuell für mich oder für euch natürlich, aber ihr habt keine Lust, mir Feedback zu geben und das zurückzusenden. Ändert das mal, schickt mir mal bitte wirklich, was ihr so programmiert und eure Erfolge. Also das heißt, mein Gütefaktoren-Array ist um Größenordnung größer geworden und es gibt hier viel mehr Formularelemente, aber sonst ist gerade der Rechenteil hier, den wir hier verbaut haben, nahezu identisch. Wie bringe ich das jetzt also auf einen Webserver? Und das Erste, was ich mache, ich kopiere das, was ich hier habe, kopiere das mit Steuerung C und speichere das in eine Datei oder aber noch viel schlauer ist, ich hatte ja hier irgendwie einen Dateimanager, ich nehme die einfach, diese Datei, und lade sie herunter.
Auch das ist möglich. Ich mache dann gleich, ich gucke mal gleich mal rein, was hier drin ist. Ah, hier ist eine, so eine Index.php-Datei drin und die kann ich auch öffnen in einem Texteditor und dann ist das also tatsächlich die Datei, die ich hier erzeugt habe. So kommen wir also um das Copy und Pasten herum. Wenn ich jetzt nicht das hier herunterlade als ZIP-Datei, sondern wenn ich jetzt diese Datei hier nehme und per Copy and Paste exportiere, dann markiere ich alles mit STRG A, kopiere alles mit STRG C, das sind die Tasten, die ich auf der Tastatur drücke, dann nehme ich einen beliebigen Editor, einen Texteditor, das kann auch Notepad auf Windows sein oder Notepad++, das ist ein deutlich coolerer Texteditor für Windows und füge dann die Datei hier ein und dann sieht die noch relativ langweilig aus, weil mein Texteditor eben noch nicht weiß, dass das also eine PHP-Datei ist. Und wenn ich das Dokument dann speichere unter irgendeinem Ort, ja, aha, wo sind wir denn hier mit der Corona-Geschichte? Da irgendwo muss es auch Corona geben. Anyway, schmeißen wir es hier rein. Dann gebe ich dem also einen Dateinamen, zum Beispiel meine Datei. Nein, das ist ein blöder Dateiname. Ich komme ins Schwimmen, nennen wir ihn Datei.php. Bin gerade sehr unkreativ. Und auch dann gibt es hier in diesem Texteditor Syntax-Highlighting, das heißt, irgendwie Werte werden lila geschrieben und Attribute werden blau geschrieben. Ich rede jetzt hier über HTML und HTML-Tag-Namen kriegen ihre eigene Farbe und auch mein PHP-Code sieht so aus, dass ich den ein wenig bunter habe. So ähnlich wie auf rappel.it. Seht ihr, das sind, ist im Prinzip dasselbe Farbschema, nur dass die Farben selbst sich unterscheiden. So, ich habe jetzt also so eine Datei. Und diese Datei liegt jetzt hier auf meiner Festplatte. Und wenn ich diese Datei ausführen wollte, also ich habe ja gerade gesagt, ich habe das hier irgendwie in meinen Dev-Ordner gepackt und hier liegt jetzt also die Datei .php. Wenn ich die jetzt mit einem Browser öffnen wollte, dann würde noch nicht das passieren, was ich möchte, was passiert. Nämlich, wenn ich die jetzt hier einfach öffne mit dem Browser, dann stellt er mir die nur zum Öffnen oder zum Herunterladen dar. Er führt nicht den Code aus. Das liegt daran, dass nicht der Browser derjenige ist, der den Code ausführt, sondern der PHP-Interpreter auf dem Webserver. Wie kann man sich das vorstellen? Ich habe hier mal eine Google-Bildersuche gemacht, habe nach Webserver und PHP gesucht und dann gibt es eine schöne Grafik, die ihr auch an Wikibigbooks findet. Die ist auch deutsch, was ich irgendwie sehr praktisch finde in diesem Fall. Und die schauen wir uns mal gemeinsam nochmal an. Wir als Benutzer sind hier an der Stelle. Wir sind auf dem Client. Hier gibt es einen Browser und dieser Browser gibt eine Anfrage über, also diese URL hier oben, über diese Adresse, diese Internetadresse, sagen manche Leute. Und diese Anfrage heißt, ich frage nämlich den Server an. Der Server, der ist hier meistens irgendwie über diese Adresse erreichbar, also ist von der Top-Level-Domain.org und heißt Wikibooks und hat die Subdomain.de und hier vorne steht noch das Protokoll. Ich werde das jetzt nicht weiter ausführen, aber diese Adresse sagt mir, ey, mit dem Computer, mit diesem Server möchte ich reden. Das ist hier dieser blaue Teil. Und dann sagt der Webserver hier, ah ja, okay, du möchtest mit mir reden, alles klar, wo möchtest du denn hin? Da ins Unterverzeichnis, Wiki, Webseitenentwicklung, Doppelpunkt.php, praktische Einführung, bla 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 bla. Und am Ende ist es hier ein Bild, was der Webserver ausliefern soll. Hier zum Beispiel ist die URL etwas anders. Da gibt es nur sozusagen dieses, ja, diese Verzeichnisstruktur, dahinter steckt garantiert trotzdem eine PHP-Datei. Wenn ihr auf die Campus-Webseiten guckt, dann steckt da nicht selten auch eine PHP-Datei dahinter. Ich habe bloß, glaube ich, das auch ein bisschen versteckt. Also gcm.schule, schauen wir mal, was es hier noch gibt. Zum Beispiel, ja, könnten wir uns nicht den Lernraum... Ah, der Campus-Timer müsste eine PHP-Datei sein. Oh nein, das ist eine HTML-Datei. Da hat jetzt also der Server von unserer Schule, der uns diese Campus-Domain zur Verfügung stellt, also die Webseite timer.html aufgesucht. Und zurück... Oh nein, ah hier. Da. Zurück zur Grafik. Wenn ich jetzt also eine Datei lade, dann könnte das eine PHP-Datei sein und dann weiß der Server, alles klar, ich brauche jetzt auch den PHP-Interpreter. Und der rechnet dann das, was wir dort reingeschrieben haben, in die PHP-Datei aus
und gibt anschließend den HTML-Code zurück, der vom Webserver wieder zurück an den Browser geschickt wird. Das heißt, sämtliche Rechenoperationen laufen hier in dem, was hier PHP-Interpreter heißt, auf dem Server, nicht auf unserem eigenen Rechner. Wir schicken nur eine Anfrage an den Server und bekommen eine Antwort vom Server. Das kann zum Beispiel also in Form von HTML sein, kann aber auch einfach Text sein oder PDF sein. Das war hier ein bisschen versteckt. Hier war alles sozusagen in einem Browserfenster. Das, was wir hier sehen, diese Konsole, ist sozusagen der PHP-Interpreter. Und wenn wir auf Run gedrückt haben, dann wird quasi in unserem Browserfenster sehen wir, was auf dem Server liegt, nämlich die PHP-Datei. Und das ist die Webseite, die wir von außen aufrufen. Nichts anderes ist also passiert, als ich hier auf diese PHP-Datei zugegriffen habe. Da ist also klar, okay, ich greife auf diese Datei zu und der Server hat im Hintergrund gerechnet und dieses HTML-Dokument ausgespuckt. Berechnet und zurückgegeben. Und wenn wir hier auch uns mal den Seitenquelltext angucken, dann steht da tatsächlich wirklich nur HTML-Kram. Alles, was hier in PHP steht, ist nicht zu sehen. Das hat der berechnet. Das, was also hier steht, alles, was innerhalb dieses PHP-Text kommt, ja, von hier bis hier runter, ist alles für uns nicht sichtbar. Das macht alles der Server. Jetzt ist ja die große Frage, ist ja schön und gut, dass da irgendwie also irgendwo ein Webserver irgendwelches Fu macht und so freundlich ist, für uns zu rechnen, aber wie kommt das dorthin? Und für uns kommt, ich benutze ein freies Programm namens FileZilla, um die Dinge nach oben zu laden. Das ist ein sogenanntes FTP-Programm. FTP steht für File Transfer Protocol. Soll ich das mal irgendwo hinschreiben? Tatam, tatam. Hallo, mach mal mir einen neuen Tab auf. Da. FTP ist gleich File Transfer Protocol. Das ist eines der ältesten Protokolle des Internets. Zusammen mit SMTP, das steht für Simple Mail Transfer Protocol. Transfer Protocol. Und dann gibt es auch nochmal zum Beispiel HTTP. S, das ist dann nur Secure, das steht für Hypertext Transfer Protocol. Transfer Protocol. Und ihr seht, hier steht überall Transfer. Das heißt, es geht hier um nichts anderes als das Übertragen von Dateien, E-Mails oder Hypertext. Das ist das, was wir HTML nennen. Das sind die beiden nahezu ältesten Protokolle. Es gibt noch andere, manche sind ausgestorben. Aber das sind die beiden ältesten Protokolle, die noch leben. Und HTTP ist zusammen mit dem WWW, also das Internet, was wir am meisten gebrauchen, noch am weitesten verbreitet, zusammen natürlich mit SMTP. Und FTP braucht man also, wenn man HTML-Dateien, ja, also dahinter steckt in der Regel HTML-Dateien oder auch PHP-Dateien. Nein, das ist Quatsch, PHP-Dateien werden darüber nicht ausgeliefert. HTML-Dateien werden ausgeliefert in irgendeiner Form. Oder Hypertext halt. Das hier braucht man also, um das hier irgendwie erstmal ins Netz zu bekommen. Das macht man also mit einem FTP-Programm, in diesem Fall mit FileZilla. Da kann ich mich jetzt also zum Beispiel mit dem Schulserver verbinden und kann hier in unsere Verzeichnisstruktur springen. Und hier liegt jetzt also tatsächlich die Datei, mit der ich gearbeitet habe. Das heißt, ich kann die jetzt auch verändern. Das ist jetzt also die Datei, die direkt auf dem Server liegt. Ich habe die jetzt zum Bearbeiten hochgeladen und kann hier Zeugs verändern. Sowas wie, ich mache mal die Gewässergüte ist, ich schreibe hier nur irgendwas halbwegs Sinnvolles hinter, ist hoffentlich Doppelpunkt, ja, oder vermutlich, oder ist ungefähr, das ergibt ja noch Sinn. Wenn ich das jetzt speichere, fragt mich freundlicherweise das FTP-Programm, hey, da ist die Datei verändert worden, möchtest du die hochladen? Dann sage ich, klar möchte ich die hochladen. Dann hat er die hochgeladen und wenn wir das jetzt uns anschauen, dann ist hier
diese Datei, die ich hier oben aufgerufen habe, verändert. Ich lade sie neu und jetzt steht hier tatsächlich ein Ungefähr. Ich habe also eine Datei auf einem Server zu liegen und das ist das Prinzip, wie ich das zum Laufen bringe in der freien Wildbahn. Jetzt gibt es ja die Situation, dass ihr zu Hause gar nicht die freie Wildbahn habt, sondern ihr sitzt vielleicht an eurem Rechner, an eurem Laptop und fragt euch, ist ja schön und gut, dass Herr Baldorf irgendwie einen FTP-Zugang zu irgendeinem Server irgendwo im Internet hat, wo kriege ich den her? Ich werde euch jetzt zwei Wege zeigen, wie ihr zu Hause in PHP entwickeln könnt, also richtig mit PHP-Dateien. Der eine, der bleibt erstmal theoretisch, weil ich nur ein Linux-System habe und da läuft das ein bisschen anders. Ich zeige euch aber, wo ihr sozusagen für Windows eine Möglichkeit oder zwei Möglichkeiten findet. Und die dritte Geschichte ist ein sogenannter Freehoster, den stelle ich euch auch vor, aber nicht im Detail, sondern nur kurz, weil ich rede ja jetzt schon wieder gleich eine Viertelstunde. Schauen wir mal zu XAMPP. XAMPP ist ein Tool, wird mit Doppel-P geschrieben, seht ihr. XAMPP ist ein Tool, was ihr auch auf verschiedenen Orten findet, also Chip promotet das und mal da wieder kenne ich jetzt nicht, aber gibt eine ganze Menge Leute, die das promoten. Und wenn wir nach XAMPP direkt suchen, dann kommen wir auf eine Seite, die heißt apachefriends.org. Und XAMPP ist eine Verbindung aus einem Webserver, der heißt Apache, einer Datenbank, die heißt MariaDB und PHP, das ist also unsere Programmiersprache, mit der wir arbeiten wollen, und Perl. Perl braucht man für andere Dinge, werde ich jetzt hier aber nicht erklären. Und XAMPP gibt es also für verschiedene Betriebssysteme, für Windows, für Linux und für Mac OS 10. Und wenn ich das also herunterlade und diese Anleitung auf dieser Webseite hier verfolge, dann habe ich zu Hause meine Entwicklungsumgebung, in der ich also auch meine PHP-Dateien ausführen kann. Das Coole an XAMPP ist, dass die Community, die hier dahinter steht, tatsächlich eine deutsche Community ist. Also Apache Friends klingt zwar Englisch, aber in Wirklichkeit ist das eine deutsche Community, also die sind natürlich irgendwie englisch vernetzt und deswegen wird da auch viel Englisch gesprochen, aber ursprünglich ist das ein deutsches Projekt. Und es gibt noch eine einfachere Art, wie ihr XAMPP zu Hause laufen lassen könnt, und zwar ohne, dass ihr das Ding richtig installiert. Da gibt es auch eine Menge andere Tools, und zwar unter portableapps.com findet ihr eine ganze Reihe von Programmen, die laufen ohne Installation. Die schmeißt ihr in irgendein Verzeichnis auf eurem Windows-Rechner und benutzt die, und ihr könnt dann auch das Verzeichnis wechseln, und da gibt es meines Erachtens auch immer eine XAMPP-Distribution. Wenn ihr hier oben auf Apps klickt, ihr seht das nicht, ne? Wenn ihr oben auf Apps klickt, dann könnt ihr mal einfach auf der Webseite nach XAMPP suchen und findet also eine Version vom XAMPP, die nachher nur in einem Verzeichnis lebt, ohne irgendwelche weiteren Installationsschritte. Man lädt nur diese ZIP-Datei herunter, entpackt die und danach kann man das einfach direkt auf seinem Rechner benutzen. Das hat den riesen Vorteil, ihr verändert nicht die Konfiguration von dem Rechner eurer Eltern. Also stellt euch vor, ihr entwickelt jetzt nicht irgendwie auf eurem eigenen Laptop, weil ihr habt gar keinen eigenen Laptop, sondern ihr macht das auf einem Windows-System von Mama, Papa, Oma, Opa. Dann gibt es garantiert total viel Ärger, wenn ihr sagt, ich muss hier mal eine Programmiersprache und Webserver installieren und so weiter. Ihr könnt sagen, wenn ihr also von Portable Apps die XAMPP-Version benutzt, die lebt nur in dem Verzeichnis und die verändert das gesamte System nicht. Ihr könnt das Ding sogar, das ist eigentlich die Idee von Portable Apps, auf einen USB-Stick packen und dann könnt ihr mit diesem USB-Stick zu allen möglichen Windows-Computern gehen und könnt das dort starten. Heißt also, ihr könnt an eurem Gaming-Desktop-PC irgendwie dasselbe programmieren wie nachher auf dem Notebook bei Oma und Opa auf dem Land, wenn ihr dann in den Ferien dorthin fahrt, falls das überhaupt erlaubt ist zurzeit. Aber von der Idee her. Deswegen habe ich euch also Portable Apps und XAMPP als Entwicklungsumgebung gezeigt, mit der ihr arbeiten könnt. By the way, ihr braucht ja nicht nur irgendwie euer XAMPP-System, also euren Webserver und euer PHP, sondern ihr braucht auch noch einen Editor. Und wenn wir schon bei Portable Apps unterwegs sind, lad die Seite, komm, dann schaut mal, dann sucht mal nach
Notepad++ Portable. Dieses Programm hier, Notepad++, ist ein wirklich netter Texteditor für Windows-Systeme. Auch den könnt ihr euch sozusagen auf eurem USB-Stick installieren und ohne also das Betriebssystem eurer Eltern kaputt zu machen, habt ihr dann ein Texteditor, der ist ziemlich umfangreich und er macht vernünftiges Syntax-Highlighting für alle möglichen Programmiersprachen. Und da sind noch ein paar Tools eingebaut, die ich meistens nicht benutze und auch nicht brauche. Für die Dinge, die ich tue, zumindest nicht. So, den größten Teil der Logistik haben wir erschlagen. Bleibt zum Schluss nochmal, hey, ich möchte, dass mein Skript auch tatsächlich mal auf einer Webseite läuft. Und dafür kann ich euch beplaced.net empfehlen. Beplaced.net ist ein sogenannter Freehoster. Ihr kriegt hier kostenfreies Webhosting mit 1 GB Speicher, 2 Datenbanken und irgendwie auch sogar Support. Ihr könnt mit FTP zugreifen, ihr habt eine aktuelle PHP-Version, sogar eine Datenbank für, ja, wirklich für 0 Euro. Gibt ein paar winzige Haken, also der erste Haken ist, wenn ihr nicht regelmäßig per Mail ansagt, dass ihr das Ding noch nutzt, dann wird es einfach abgeschaltet. Das heißt, wer irgendwie seine Datenbank dort vergisst, hinter euch wird aufgeräumt. Das ist nicht schlimm, wenn ihr das vergesst, aber wenn ihr ein halbes Jahr später dran denkt, oh, ich habe da ja mal ein Skript und ich habe das nirgends gesichert, dann ist das auch weg. Das ist der eine Haken. Und der andere Haken ist, dass die sich also eigentlich doch tatsächlich über Werbung finanzieren. Das heißt, wenn man hier irgendwie was Falsches klickt oder wenn es irgendwelche Störungen gibt, dann landet man schnell auf Werbeseiten. Und vor ein paar Jahren gab es da auch ein paar Abo-Fallen. Also ich habe mal mit Schülern gearbeitet da musste dann die Mama ganz schön viel Geld bezahlen, weil derjenige irgendwelche Quizze erfüllt hat. Also passt bitte auf, das sind so die Schattenseiten davon. Ich glaube aber, von diesen Abo-Fallen haben die sich inzwischen getrennt. Und wenn ihr dann nicht genug kriegen könnt, ich glaube, das ist eigentlich deren Geschäftsmodell, wenn ihr nicht genug kriegen könnt an Speicher und an Datenbanken, dann könnt ihr schon für wenig Geld euch da sozusagen einen Pro-Account klicken. Wie das läuft, weiß ich nicht genau. Ich habe meistens meinen eigenen Webserver irgendwo zu stehen. Also gebucht bei irgendeinem Provider. Das ist dann natürlich die, wenn ihr wirklich irgendwie einen Service baut und ihr wollt ihn deployen, dann braucht ihr eine vernünftige URL und so. Und darüber können wir dann später mal reden, wenn ihr denn so schon ein paar Grundlagen der Webentwicklung gemacht habt. So, diese logistischen Grundlagen haben jetzt ganze 20 Minuten gebraucht, ungefähr, sogar mehr. Das heißt, ich werde jetzt darauf verzichten, das HTML noch ein bisschen zu tunen. Das hier war für euch also nur der Blick hinter die Logistik, die vonnöten ist, um jetzt weiterzuentwickeln und um richtig mit PHP-Dateien zu arbeiten. Ich klicke mir vielleicht einen Beplace-Account und vielleicht können wir uns den auf die eine oder andere Art sogar teilen, muss man mal schauen. Schreibt mich dazu an oder schreibt an tv@gcm.schule, dann finden wir bestimmt, da steht's, dann finden wir bestimmt eine Lösung. De facto ist es jetzt so, dass ihr nicht nur auf rappel.it eure Webseiten bauen könnt, sondern ihr könnt auch diese Dateien von dieser sehr coolen Online-Entwicklungsumgebung loslösen und auf richtige Webserver packen. Dort werden die ausgeführt und wir werden also in Zukunft auch damit weiterarbeiten. Ich hoffe, ihr hattet Freude damit, probiert es aus. Ladet euch verschiedene Portable Apps herunter, probiert es aus, es ist nicht kompliziert und nutzt die freie Software, um coole Sachen zu programmieren. Ich könnte mich jetzt weiterreichen. Frau Alberts, sind Sie bereit für Ihren Fachteil? Fast. Weil jetzt fast. Oh, soll ich noch was erzählen? Ja, ich eine Minute vielleicht noch. Und eine dann Minute noch. Losgehen. Okay. dann erzähle ich vielleicht nochmal die Überleitung von dem, was ich eigentlich machen wollte, nämlich, dass unser Code bisher ja noch ziemlich hässlich ist. Das sieht man unter anderem daran. Ich zeige euch das mal im Live. Also wenn wir uns unseren Quellcode, das hier ist jetzt also wieder auf gcm.schule/tv/php/güteklasse.php, das ist also das, was die Webseite ausspuckt. Wenn ich mir hier den Seitenquelltext anschaue,
dann stellt er hier oben schon das allererste HTML-Tag in Rot dar. Das liegt daran, dass unser HTML-Dokument, was wir hier erzeugen, nicht valide ist. Valide ist am einfachsten ins Deutsche zu übersetzen mit gültig oder wertig. Das heißt, wir halten uns aktuell noch nicht an die Regeln, die eigentlich in dem HTML-Standard definiert ist. Und damit werden wir uns dann das nächste Mal beschäftigen müssen. Es gibt so ein paar Dinge, auf die man achten muss, damit HTML-Dokumente vernünftig sind. Also vernünftig und valide. Wenn ihr das da schon mal ein bisschen spickern wollt, dann geht ihr mal auf selfhtml.org und findet wahrscheinlich auch im Wiki, wahrscheinlich auch bei den Tutorials. Das Thema HTML-Grundgerüst. Da steht das alles auch sehr ausführlich, worum es geht. Aber insbesondere bekommt ihr relativ schnell ein Grundgerüst an HTML-Code, der tatsächlich valide ist. Zum Beispiel beginnt ein HTML-Dokument immer mit einem Doctype. Ich mache das mal noch größer, damit ihr das sehen könnt. Also ein HTML-Dokument beginnt immer mit einem Doctype-Tag, um klarzumachen, hey, jetzt kommt HTML. Die Idee ist, irgendwann wird mal der Standard HTML vielleicht überholt sein und dann gibt es also einen anderen Dokumententyp, der ist dann halt nicht mehr HTML. Und man sagt auch immer, in welcher Sprache sich das HTML-Dokument beinhaltet. Das tut man, indem man dem HTML-Tag einen Language-Tag hinzufügt. Und zwar sagt man, hey, das ist von der Sprache, ein Language-Attribut, Entschuldigung. Ein Language-Attribut hinzufügt, das hat den Wert DE. Und damit sagen wir, okay, unser Dokument ist also in Deutsch. Auch Pflicht ist ein Meta-Tag, in dem wir sagen, ey, in welchem Zeichensatz ist eigentlich unser Dokument kodiert? Hier in diesem Beispiel ist das UTF-8. Das gibt aber auch verschiedene andere Normen. Der Einfachheit halber kann man das aber einfach übernehmen und dann sagen, hey, das ist UTF-8. Und dann gibt es also auch noch hier etwas, das brauchen wir, dieses Meta-Tag, brauchen wir, um das ordentlich auch auf verschiedenen anderen Geräten darzustellen, vom smarten Fernseher bis hin zum Tablet oder zum Telefon, was also ein sehr kleines Display beispielsweise hat, möchte man gerne vernünftig proportioniert die Sachen darstellen und dafür benutzt man diesen Viewport. Wie gesagt, das wird alles auf dieser Webseite, auf SelfHTML, auf der Grundgerüst-Webseite genau erklärt. Den will ich nicht vorgreifen und das langweilt die meisten von euch bestimmt auch. Hier geht es jetzt im Wesentlichen darum zu sagen, hey, das ist sozusagen das Minimum an Meta-Tags, die im Kopf unsere HTML-Datei zu stehen haben. Und ein letztes Tag, was noch fehlt, ist der Titel der Seite. Das ist das, was hier oben immer drin steht. Also wenn ihr mal schaut, hier stellt er hier oben, stellt er irgendwie PHP-Test, sagt er an, ist der Titel der Seite. Und wenn wir uns jetzt den Quelltext angucken, dann steht hier im Title-Tag, den haben wir nämlich schon, tatsächlich PHP-Test. Das ist also das, was hier oben dargestellt wird. So, wo habe ich jetzt das Self-HTML da? Und das war es im Wesentlichen. Das heißt, was uns gerade gefehlt hat, um ein valides Dokument zu erstellen, ist ein aussagekräftiger Kopf. Machen wir doch mal den letzten Schritt. Ich habe ja hier Güteklasse PHP auch tatsächlich irgendwie als Datei schon vorbereitet. Da packe ich, also ergänze ich jetzt den Kopf, wie ich ihn gerade von selfhtml.org geholt habe. Das Ding hier heißt nicht mehr Titel der Seite, sondern das Ding heißt jetzt hier Güteklassen von Gewässern. Sind das eigentlich nur fließende Gewässer oder gilt das für alles? Also es sind hauptsächlich Fließgewässer betroffen. Okay. Ja, einfach weil man da ja auch eine gewisse Dynamik dann mehr drin hat und so. Okay, aber die Güteklassen gelten für alle Gewässer, ja, also auch Seen kann man damit begüten. Ja. Und wenn ich das jetzt also speichere, das haben wir ja gerade gelernt, anschließend per FTP-Server nach oben lade, schwupp, jetzt lädt er das hier hoch, sieht man, der sagt mir hier, okay, alles erfolgreich hochgeladen, dann kann ich diese Webseite hier neu laden.
dann seht ihr schon, dass der Titel sich hier im Browser verändert hat. Hier steht jetzt Güteklasse. Und wenn ich mir jetzt den Seitenquelltext anzeigen lasse, dann gibt es da keine roten Text mehr. Das heißt, wir sind wahrscheinlich valide. Das heißt, unser HTML-Dokument ist jetzt gültig und niemand wird mehr schimpfen. Wir können mal gucken, ob es jetzt Ös gibt. Guckt mal hier, ist das nicht schön? Es gibt ein SZ und es gibt ein Ö, weil, was ich euch nicht verraten habe, aber auch mein Editor hier ist bestimmt in UTF-8 mit der Zeichenkodierung UTF-8 bestückt. Wollen wir mal schauen. Das steht ja wahrscheinlich irgendwo in den Einstellungen. Nö, hier steht es jetzt nicht. Steht es vielleicht in den Dateieigenschaften? Ach ja, da gucke ich ganz selten nach. Das ist nur eine Dokumentenstatistik. Ja, kriege ich jetzt gerade nicht so schnell raus, müsste ich genauer nachschauen. Ich glaube aber, dass mein Betriebssystem als Zeichensatz auf jeden Fall UTF-8 benutzt oder eine ISO-Norm, die UTF-8 kompatibel ist. Und deswegen kann ich, wenn ich jetzt hier also dem HTML-Dokument sage, ey, du bist in UTF-8 programmiert, dem Browser damit den freundlichen Hinweis geben, Ös und Üs und SZs so darzustellen, wie es sein soll. So. Jetzt verabschiede ich mich aber wirklich, weil Frau Alberts jetzt mit ihren Vorbereitungen so weit ist, dass sie euch bis Herr Bartel kommt. Den sehen wir nachher nämlich auch noch. Ja. Ja, vertraut macht mit Dingen, warte, ich kann kurz, wenn ich dich schon anmoderiere, dann richtig, mit Dingen, die haben zusammen mit Bioakkumulation von Toxinen. Have a lot of fun with Bioakkumulation von Toxinen. Ja, also nochmal kurz auf gestern zurückzukommen. Wir haben ja über die Anreicherung von Toxinen in Körpern gesprochen und wie sie die Nahrungskette hochklettern können. Und ich möchte euch jetzt ein weiteres Beispiel zeigen, was super zu unserem Thema passt. Also zu unserem Thema, was uns seit 2 Wochen begleitet, nämlich Eierschalen. Und genau, es gibt ein Toxin, das ja wurde ganz, ganz lange als Insektizid benutzt, weltweit. Und es geht um Dichlordiphenyltrichlorethan. weil niemand Lust hat, dieses Wort auszusprechen, nennt man es auch einfach ganz einfach DDT. Also macht man auch unter Naturwissenschaftlern einfach diese Abkürzungen benutzen, fährt man immer gut. Was dann halt die meisten Naturwissenschaftler vergessen, ist, diese Abkürzungen zu erklären. Aber das haben wir ja jetzt abgeschlossen. So, ich brauche einmal meinen Bildschirm, dann können wir uns diese Chemikalie nämlich auch anschauen. So, also, so sieht das Ganze aus. Chlor ist immer schlecht. Kann man allgemein so sagen, weil es sehr, sehr reaktiv sein kann. Und wenn man dann noch so schöne aromatische Verbindungen, also so nennt man dieses Sechseck, was man hier sieht. Chemiker von euch kennen das vielleicht. Mit diesen Doppelbindungen hier, also eine schöne aromatische Verbindung. Und genau, mit einer Menge Chlor. Und dann gibt es so eine bestimmte Technik, das nennt man Nomenklatur, wie man diese Chemikalien benennt. Also das kann man hier ein bisschen sehen. Wir haben 2-mal Chlor hier unten und da unten. Diphenyl, also das, dann nennt man diese aromatischen Ringe hier. Und Trichlorethan, weil wir hier nochmal ein Trichlor, also drei Chloratome haben. Genau, es wurde seit 1940 als Insektizid verwendet und genau, wir haben da gestern ja schon drüber gesprochen, Menschen benutzen ganz gerne Sachen in der Natur und dann später fällt ihnen auf, war nicht so eine gute Idee. Und hier haben wir das gleiche Problem wie bei dem Toxin gestern, dass sich das auch eine hohe Fettlöslichkeit hat, also lipophil ist und sich im Gewebe bei Menschen und Tieren ansammeln kann und die Nahrungskette hochklettern kann. Hier haben wir eine andere Art von Nahrungskette, weil es wird ja als Insektizid benutzt. Okay, kippt man vielleicht jetzt nicht gerade ins Gewässer rein. Also eine andere Art von Nahrungskette. Ihr geht jetzt davon aus, wir haben ein Feld
Und das wollen wir mit Insektiziden besprühen. Problem ist, es gibt ja Tiere, die sich ernähren von diesen Pflanzen. Dazu gehören Insekten oder auch Nagetiere. Und diese Nagetiere werden wieder von irgendwas gefressen. Hier sieht man das vom Wiesel. Und dann am Ende der Nahrungskette stehen irgendwelche Greifvögel. Und haben wir ja gestern schon drüber gesprochen, diese Toxine, die reichern sich an, je höher wir gehen in die Nahrungskette, weil die Lebewesen höherer Ordnung jeweils mehr von dem anderen fressen müssen, um satt zu werden und um ihren Energieverbrauch zu sichern. Und genau, also oben haben wir die am meisten Toxine enthalten. Und genau, jetzt kannst du mich zeigen, das ist der Text, glaube ich, nicht so interessant. Das ist der Nachteil, wenn man so spontan Präsentationen vorbereitet. Also kann ich nicht empfehlen. Aber manchmal im Leben ist das einfach so. Genau. DDT wird dann nicht nur von Nagetieren aufgenommen, sondern kann halt auch durch quasi Regenfälle ausgewaschen werden. Und verbleibt dann im Boden. Oder geht auch ins Grundwasser und kann am Ende im Fluss oder See landen. Und genau, also kann dann auch in andere Ökosysteme reingehen. So, also das ist erstmal wichtig. Betrifft nicht immer nur ein Ökosystem, sondern mehrere können betroffen sein. Und jetzt konzentrieren wir uns aber auf die Pyramide, die wir uns gerade angeschaut haben. Also am Ende haben wir einen Greifvogel. Und genau, jetzt brauche ich meinen Bildschirm nochmal. Also hohe Konzentrationen von dieser Chemikalie, von diesem Toxin DDT, sorgen für dünne Eierschalen. Und das dauert gar nicht so lang. Also kann wirklich innerhalb von ganz paar Generationen gehen und man sieht dann schon diesen Effekt. Erstmal denkt man, okay, dünne Eierschalen, wo ist das Problem? Das Problem ist, dass wenn sich der Greifvogel da draufsetzt und die Eier ausbrüten will, dass die einfach kaputt gehen. Und dann quasi die nächste Generation nicht. Ja, also es gibt viel, viel weniger Individuen einfach, also viel, viel weniger einzelne Tiere. Und sie haben eine höhere Wahrscheinlichkeit, einfach kaputt zu gehen. Und es wurde gezeigt, dass wenn die Konzentration unglaublich hoch ist, dass der Embryo sich gar nicht erst entwickelt. Also das war ein großes Problem. Erstmal denkt man sich, okay, am Ende der Nahrungskette ist dieses Tier, es ist ja nicht so ausschlaggebend wichtig, aber die Greifvögel, die kontrollieren quasi auch die ganzen Nagetierpopulationen, also sorgen dafür, dass es nicht zu viele davon gibt und mal abgesehen davon, dass es unglaublich schöne Tiere sind, war das einfach ein großes Problem und man braucht einfach lange, um zu gucken, okay, es sind weniger Greifvögel da und warum ist das so? Im ersten Moment kommt man einfach nicht da drauf, dass es an diesem Toxin liegt und dass es sein kann, dass es einfach, dass der Nachwuchs nicht existiert, sondern dass es vielleicht, keine Ahnung, sich von alleine wieder reguliert und dann guckt man sich das eine Zeit an und dann beginnt man Studien zu machen und es ist unglaublich schwierig, darauf zu kommen, dass es an sowas liegen kann. Ja, da steckt einfach auch so viel Wissen, was ja. Viele Menschen einfach nicht haben. Also wenn ich jetzt ein Naturschützer bin, dann bin ich vielleicht kein Chemiker und dann weiß ich vielleicht auch überhaupt gar nicht über die ganzen Zusammenhänge und ich bin vielleicht auch kein Biologe, sondern ich bin einfach jemand, der die Natur liebt. Also ich rechne jetzt mal in die 40er, 50er, 60er Jahre zurück und bis wir also so viel naturwissenschaftlich gebildete Menschen im Umweltschutz unterwegs haben, sind vielleicht einfach auch 20, 30, 40 Jahre vergangen. Und erst jetzt machen Umweltschutzorganisationen ja die Aufgabe, die eigentlich die Hersteller vor 100 Jahren hätten machen müssen oder vor 80 Jahren hätten machen müssen. Das heißt, während die Hersteller überhaupt kein Interesse hatten, irgendwie bisher da große Studien zu veröffentlichen, weil das hätte ja ihr Geschäft kaputt gemacht, sind es heute jetzt Umweltschutzorganisationen, die zum Glück irgendwie genug Ressourcen haben oder genug ehrenamtliche Leute, die das überhaupt können. Vielleicht ist das eine Erklärung. Ja, das würde auf jeden Fall diese Jahrzehnte erklären, die da irgendwie so dazwischen stattgefunden haben. Dass das Ding ist, auch wenn Sachen einfach funktionieren, dann muss man Leute da einfach von überzeugen, erstmal, dass es
ja, also so Bauern zum Beispiel, die, mein Gott, das hat einfach funktioniert. Ich meine, die Pflanzen waren geschützt und da wusste man auch nicht. Ich habe meine Erntesteigerung gehabt, die Erträge waren größer und außerdem gab es weniger Hamster. Ja. Das war auch cool. Die sind nämlich auch verreckt an den Zeugs. Ja, obwohl so die Hamster waren, glaube ich, gar nicht mal so das Problem. Also da waren wahrscheinlich auch der Nachwuchs irgendwann ein bisschen beeinträchtigt, aber die Konzentration in so einem Hamster war noch nicht so unglaublich groß. Okay. Aber ja, da könnte wahrscheinlich sogar das Problem gewesen sein, dass es zu viele Hamster gab, weil es keine Greifvögel mehr gab. Also es ist alles unglaublich komische Kette. Ich habe von wildlebenden Hamstern schon sehr, sehr lange nichts mehr gehört. Ich habe als Kind, kann ich mich erinnern, galt er schon eigentlich vom Aussterben bedroht. Ne? Gibt es noch Hamster in Deutschland? Also ich meine nicht die im Zooladen, sondern die in freier Wildbahn anzutreffen sind. Ja. Also ich glaube, der Feldhamster, der ist extrem vom Aussterben bedroht. Das sind die ganz großen. Ja. Ja, also es gibt ja halt auch einfach weniger, wo die sich jetzt aufhalten können. Also ganz schrecklich. Ich weiß das noch, also so meine Oma, die war in einem Bereich von Ostfriesland quasi, also unglaublich schön, also umgeben von Feldern und der nächste Mensch, 300 Meter in Entfernung hat der gelebt und dass da halt auch viele Tiere immer ums Leben gekommen sind, weil ja auch die Felder eben gepflügt werden und bewirtschaftet werden und so weiter, also ein großes Problem, auch für kleine Rehe zum Beispiel. Also ja, schade um die Artenvielfalt dieser Welt, muss man sagen. So, und da wir gerade so schön über Daten geredet haben, habe ich jetzt auch noch eine Studie dazu rausgesucht. Da sieht man nämlich ganz gut, was für Daten, wie viele Daten man braucht, um eine gute Aussage zu treffen. Also, ich will da gar nicht so viel drüber erzählen, aber hier unten sieht man so ein bisschen die Zeitspanne. Warte, ich kann das noch größer machen. Ganz klein, kannst du da reinzoomen? Ja. Geht das? Ja, können wir machen. Ja, besser. Ups. So. Aber die Qualität ist auch nicht gut. Englisch, aber ne? Das liegt daran, dass das eine Studio ist von 1970 und oder 1980 und da die Leute auch noch nicht so waren mit. Ah ja, und links steht, wie die Dicke von Eierschalen sich verändert hat. Genau. Also diese wissenschaftlichen Veröffentlichungen, die sind immer auf Englisch. Deshalb findet man das dazu leider nicht auf Deutsch. Aber hier sieht man, okay, die Dicke der Eierschalen und hier unten dann die Zeitspanne. Und man sieht ganz gut, also hier wurde DDT eingesetzt, wo diese gestrichelte Linie ist. Und hier eben nicht. Und man sieht ganz schön, man hat sich da auch schon damit beschäftigt, dass man ab und zu mal Proben genommen hat und geschaut hat, wie ist so die Entwicklung und wie... es gab anscheinend tatsächlich Leute, die da auch schon Eierschalen angeguckt haben. Und man sieht, okay, die waren wirklich viel, viel dicker. Vielleicht hat man aber auch Eierschalen aus der Zeit. Also wenn ich an die großen Naturkundemuseumsfundusse denke, dann haben die vielleicht nicht gemessen, wie dick sind die Eierschalen, aber die haben Eierschalen aus der Zeit gehabt. Ja, und dann nachträglich geschaut. Ja. Ja, stimmt. Das ist gut möglich. Und diese 20% Dicke, die sagt jetzt was? Das ist genau die Grenze, wo es kaputt geht, oder genau, was? Genau, also es ist die sogenannte Grenze, die berechnet wurde, dass es dann kaputt geht. Okay. Und man sieht hier ganz schön... Ich bin hier mit dieser Studie nicht so vertraut. Wahrscheinlich ist es auch ein bisschen artenabhängig, was für eine Greifvogelart man hat und welche betroffen ist. Und dass wirklich die Eierschalendicke enorm zurückgegangen ist. Also als Vertreter der Industrielobby würde ich sagen, aber schauen Sie doch mal, 1930 begann doch schon der Abschwung und erst 1940 haben wir DDT eingesetzt. Also das muss viel früher schon begonnen haben mit den Giften in der Umwelt. Und das hat gar drauf kommen, wo, an welchem Gift das liegt. Ne? Aber DDT, also den Zusammenhang hat man ja später wahrscheinlich auch nochmal in Studien festgestellt. Ja. Ja. Also das Problem ist einfach dieses, also Calcium macht ja die Eierschalen dicker aus und das wird halt einfach durch dieses DDT gebunden und ist nicht mehr verfügbar
für diese Eierschalen, also für Calcium, was wichtig ist für die Eierschalen. Okay, dann haben wir auch tatsächlich bis fast 10.30 Uhr unser Programm gefüllt und Herr Bartel ist jetzt hier. Haben wir ja schon angekündigt mit Mathematik Klasse 4 und Flächeninhalten. Und ja, ich gebe damit weiter. Wir stellen die Kameras um. Also, wir hatten jetzt Herr Bartel gesehen und jetzt müsste man Herr Bartel auch hören. So, 1, 2, 3. Ich gehe davon aus. Tada! Herzlich willkommen, Herr Bartel. Schön, dass Sie wieder hierher gekommen sind. Ja, guten Morgen will ich jetzt nicht sagen. Die meisten von uns sind ja doch schon eine ganze Weile auf den Beinen und haben einen Teil ihres Tagewerkes geschafft. Ich habe eben zugehört und dann ging mir gleich wieder durch den Kopf, Mensch, Osterzeit, es werden sehr viele Eier gegessen. Eier nicht gefärbt werden oder werden sie mit Naturmaterialien gefärbt, dann würden wir uns natürlich wieder freuen, wenn ihr die Eier getrocknet, klein gestampft, sodass sie dann als Pulver sind, mit zu unserer Knirpsenfarm bringt. Dann können wir die nämlich wieder in das Futter für die Hühner nehmen und schon werden dort die Eier dann ein bisschen härter und die Schale bricht nicht so schnell kaputt. Ah, guter Tipp. Alte Geschichte von denjenigen, die früher selber Hühner hatten. Und in diesem Zusammenhang fiel mir auch gerade ein, ich habe heute Morgen ein Video bekommen, also auch das ganz kurz von jemandem, der in meiner Heimat lebt. Das wurde wohl dort gefunden, dieses Video von 1965. Und auf dem Weg hierher habe ich natürlich darüber auch nachgedacht. Es ist ein Video, wo die Kühe eingesammelt werden im Dorf. Und das war für mich an dieser Stelle ja eine Sache, die ich als Kind noch kenne, wie einmal die Woche die Kühe sozusagen von den einzelnen Bauern abgeholt worden sind, wir als Kinder dann an der Straße gestanden haben und das Ganze verfolgt haben und es wurden immer mehr Kühe und irgendwann waren dann 100 bis 120 Kühe zusammen und die wurden dann auf die Weide gebracht und am Wochenende kamen sie dann auch wieder rein, beziehungsweise die war natürlich auch so, dass manche Kühe dann auch jeden Tag wieder reingekommen sind und gebracht worden sind. Wir hatten damals kein Handy, wir hatten kein Fernseher, für uns war das natürlich eine Attraktion im Dorf. Heute wird das Ganze dann halt als Video gesehen, um da eine Vorstellung zu haben. Aber wir wollten ja Mathe machen, ne? Und Mathematikklassenstufe 4. Es geht hier in diesem Fall darum, über den Flächeninhalt vom Rechteck nochmal zu sprechen. Und dazu müssen wir wieder unsere Tafel natürlich nutzen. Und ja, das ist wie in der Schule. Es ist natürlich nicht die Tafel gewischt worden, Herr Baldauf. Es ist alles noch da und dann können wir es eigentlich auch gleich so nutzen, wie es jetzt hier ist. Von der Seite ist es ja nicht verkehrt. Ich nehme das mal hier kurz noch weg und wiederhole nochmal bezüglich unseres Rechtecks. Das Rechteck jetzt als Skizze gezeichnet, hatten wir ja einmal die beiden Seiten, die wir brauchen und wir waren uns darüber schon klar, der Flächeninhalt von einem Rechteck wird berechnet, indem ich die Längen der beiden Seiten miteinander multipliziere. Wozu brauche ich das? Darüber habe ich auch lange nachgedacht. In der Regel brauche ich es natürlich dann, wenn ich irgendetwas in meinem Zimmer machen möchte. Zum Beispiel haben eure Eltern euch vielleicht für die Veränderung des Zimmers zugewilligt, dass ihr einen neuen Teppich bekommt. Oder neues Linoleum oder vielleicht Laminat, was ausgelegt werden soll. Und ihr sollt jetzt berechnen, wie viel Laminat, wie viel Teppich benötige ich. Dabei würde ich jetzt mal schätzen, dass die meisten Kinderzimmer vielleicht diese Angabe ungefähr haben. Vielleicht eine Länge von 4 Metern und eine Breite dann von 3 Metern. Und mit diesen beiden Angaben bin ich in der Lage, sofort zu sagen, wie viel Quadratmeter Laminat oder Teppich benötige ich und kann natürlich auch dann den Preis ermitteln, was das Ganze uns kosten wird. Ich setze meine beiden Größen ein, einmal für die Länge die 4 Meter, einmal für die Breite die 3 Meter und berechne das Ganze ganz schnell, indem ich auf 12 Quadrat, hier ist ein Fehler, natürlich Meter, auf 12 Quadratmeter komme. Und wenn ich jetzt einen Preis von vielleicht 8, 9 oder 10 Euro pro Quadratmeter habe, dann weiß ich sofort, was wird mir die ganze
Veränderung in meinem Kinderzimmer dann auch kosten. So einfach wie in dieser Aufgabe ist es natürlich in der Regel nicht, weil mit einem Quadratmeter zu rechnen, das ist vergleichsweise einfach, weil wenn wir uns das ansehen, und jetzt müssen wir mal mit der Kamera mitgehen, was ist eigentlich ein Quadratmeter? Dann müssen wir hier auf den Boden mal mit der Kamera gehen und wir müssen unser Lineal brauchen wir dazu. Wir müssten uns hier jetzt eine Fläche von einem Meter mal einen Meter vorstellen und dann wissen wir genau, dieses Quadrat, was ich hier habe, was von hier bis hier und hier geht, ist genau ein Quadratmeter groß. Und die Frage ist dann, ja, wenn es in Quadratmetern angegeben werden kann, in welchen Einheiten kann es denn vielleicht noch angegeben werden? Und da gehen wir genau auf die Sache wieder ein, die wir in der letzten Woche hatten. Wir nehmen jetzt nicht die Längeneinheiten, sondern wir nehmen die Flächeneinheiten. Ah, es klappt. Flächeneinheiten. So, und das nehme ich aber dann doch ganz weg. Das machen wir neu. Und auch unsere drei Beispiele, die wir hier hatten. So. Bei den Einheiten ist es ganz wichtig, wir haben unsere bekannten Einheiten, die wir schon aus der Länge kennen. Das waren ja Millimeter, das war Zentimeter, Dezimeter, Meter, jetzt lasse ich hier zwei frei und Kilometer. Da es sich hier um eine Fläche handelt, heißt es ja, sie hat eine Länge und eine Breite. Das heißt, alle Einheiten sind mit dem Quadrat verbunden. Also sprich, die Einheiten der Fläche sind die Quadratmillimeter, die Quadratzentimeter, die Quadratdezimeter, die Quadratmeter und Quadratkilometer. Und es gibt noch zwei weitere Einheiten, die nicht sehr viel benutzt werden, aber gerade für diejenigen, die in der Landwirtschaft sind, natürlich eine große Bedeutung spielen. Das ist einmal Ar, schreibe ich nochmal dazu, A, ausgesprochen Ar. Das ist die Einheit, die nach den Quadratmetern kommt. Und dann haben wir eine weitere Einheit, das ist Hektar, H. A. Und auch für Hektar, die Einheit schreiben wir uns auch gleich nochmal dazu, damit man das auch hat. Hektar, auch eine Einheit, die wir aus der Landwirtschaft kennen. Hier gibt es jeweils nicht das Quadrat. Diese Einheiten benutzt man heute noch in der Landwirtschaft. Ich denke, dass vor allen Dingen der Bereich Hektar dem einen oder anderen von euch bekannt ist, wenn über eine Fläche gesprochen wird, über eine Wiese oder wenn man Bauland irgendwo ausschreibt, dann steht auch ab und an mal so und so viel Hektar sind zu verkaufen. Die Umrechnung der Flächen läuft genauso wie die Umrechnung der Längeneinheiten. Also wir können wieder genau den gleichen Ablauf machen. Wir wollen einmal umwandeln von einer kleinen in eine große Einheit. Und dabei spielen die beiden neuen für euch neuen Einheiten natürlich auch eine Rolle. Ar und Hektar. Und haben hier genau dieselbe Reihenfolge, wie wir es beim letzten Mal gemacht hatten. Wenn ich von einer kleinen Einheit in eine große Einheit umwandle, von einer kleinen in eine große, wird das Ergebnis kleiner. Und wie wird das Ergebnis kleiner? Indem ich dividiere. Also habe ich hier wieder meine Division. Und der große Unterschied zwischen Flächeninhalt und zwischen Längeneinheit ist, bei der Länge ist die Umrechnungszahl 10, bei der Fläche ist die Umrechnungszahl 100. Und das kann man sich auch ganz leicht merken. Hier oben steht eine 2, Quadratmillimeter, die 2 ist die Anzahl der Nullen. Und schon habe ich für mich eine Eselsbrücke, wie ich mir das immer merken kann, wie schnell ich, darf ich natürlich die Divisionszeichen nicht vergessen, wie schnell ich also eine Umrechnung vornehmen kann und die Umrechnungszahl sich eigentlich ja auch schon aus der Einheit ergibt.
Und genau umgekehrt wieder das Gleiche. Ich wandle von einer großen Einheit in eine kleine um. Groß zu klein, das Ergebnis wird automatisch größer. Wie kann das Ergebnis nur größer werden? Indem ich wieder multipliziere. Also geht die ganze Reihe umgekehrt von hier nach da. Also von der großen in die kleine Einheit. Dann brauche ich nur daran denken, ich muss multiplizieren. So, und der letzte Pfeil. Und ihr auch jeweils mit 100. Da fehlt jeweils noch was. Gut, also kleine Einheit in große Einheit. Ergebnis wird kleiner von der Zahl her. Große Einheit in kleine Einheit. Ergebnis wird von der Zahl her größer. Was ist ein A? Vielleicht schreiben wir uns das auch nochmal hin. Ein A hatten wir jetzt ja schon, wenn wir das sich angucken, ist also nichts anderes als ein A 100 Quadratmillimeter. Quadratmeter, Entschuldigung, 100 Quadratmeter. Und was ist das für eine Fläche? 100 Quadratmeter, wenn ich mir die jetzt als Quadrat vorstelle. Wie kann ich darauf kommen? Indem ich nichts anderes mache, als eine Fläche mir zu suchen, die 10 Meter mal 10 Meter groß ist. Und schon hätte ich ein A. Und genau das Gleiche, wenn ich jetzt nochmal einen Hektar nehme, diese Einheit, die mir persönlich viel öfter über die Lippen kommt, weil ein A, das sage ich ganz selten, aber ein Hektar, das sagt man ab und an mal. Ich gucke mir wieder an, von einem Hektar komme ich zu 100 A. Und 100 A entspricht dann wiederum, und jetzt muss ich aufpassen, 1 A sind 100, 10 A sind 1000, 100 sind 10.000. Ich brauche nur darüber nachdenken, noch einmal kommt eine Umwandlung dazu. Die 100 stand schon, es kommt zwei Nullen dazu und schon habe ich die Umwandlung in Quadratmetern. Und wenn ich darüber nachdenke, welche Fläche ist 10.000 Quadratmeter, muss ich also auch wieder hier an dieser Stelle mir eine Fläche vorstellen. 10.000 Quadratmeter, also ich brauche vier Nullen. Wie kann ich auf vier Nullen kommen? Indem ich 100 mal 100 Meter miteinander multipliziere, also die Fläche ausrechne und ich habe 10.000 Quadratmeter, also ein Hektar habe ich dann. Und wenn ich ein Hektar habe, weiß ich, aha, das ist eine Fläche, die ist etwas größer als ein Fußballplatz von der Länge und natürlich doppelt so breit. Ungefähr das entspricht von der Vorstellung her einem Hektar. Wenn ich also ein Grundstück habe, wo ich das vielleicht brauche, diese Berechnung, weil man muss ja vielleicht eine Grundstückssteuer bezahlen, die wird ja auch nach den Quadratmetern berechnet. Und mein Grundstück ist 32 Meter lang und wie breit nehme ich es? 25 Meter. Ich denke, das ist so eine gute Vorstellung von der Größe von einem Grundstück. Wenn ich das beides miteinander multipliziere, nach der Formel A ist gleich A mal B, komme ich auf eine Fläche von 800 Quadratmetern. 800 Quadratmeter ist für eine Grundstücksfläche schon recht groß, kann man eine ganze Menge darauf machen. Manche bauen da zwei Häuser drauf, manch einer ein Haus. Das ist jedem selbst überlassen, beziehungsweise wie viel Geld er dafür natürlich zur Verfügung hat. Das möchte ich jetzt aber gern umwandeln. Und zwar, ich möchte mich an diese Einheit gewöhnen, A. 800 Quadratmeter umwandeln in A. Was mache ich? Ich überlege mir erst wieder meine Übersicht. Die kann man sich immer wieder hinschreiben, bevor man anfängt umzuwandeln. Ganz schnell aufgeschrieben, damit man die Reihenfolge hat. Und jetzt guckt man sich an, ich muss von Quadratmeter in A. Die erste Überlegung also von klein nach groß. Von klein nach groß, das heißt die Zahl
wird in ihrem Stellenwert kleiner. Und zwar um von Quadratmillimeter, das ist die nächstgelegene Einheit, um eine Umwandlung, also genau um Division durch 100. Division durch 100 bedeutet zwei Stellen. Wenn ich mir also hier ein gedachtes Komma vorstelle, hinter der zweiten Null, rutscht das Komma um zwei Stellen nach links. Und schon habe ich das Ergebnis 8,00a und wir schreiben dann natürlich eigentlich nur noch 8a. Und damit wir das Ganze auch jetzt nochmal schnell an Beispielen üben können, die einfach so entstehen, fragen wir einfach Herrn Baldauf, wie groß ist sein Grundstück? Er weiß nicht, wie groß sein Grundstück ist. Dann geben Sie uns ein. Doch, ich weiß. 1115 Quadratmeter. 1115 Quadratmeter. 1115 Quadratmeter. Ihr merkt, großes Grundstück. So, das wollen wir dafür jetzt. Dafür auch sehr weit draußen. In Berlin kriegt man sowas nicht. Das ist ein sehr großes Grundstück. 1115 Quadratmeter. Da hat man auch Platz zum Fußballspielen. Das wollen wir jetzt umwandeln. Jetzt ist die große Frage. Fragen wir mal hinter der Kamera, wollen wir es umwandeln in Quadratdezimeter, Quadratzentimeter, in A oder in Hektar? Wohin soll es umgewandelt werden? Ich möchte wissen, wie viel Quadratmillimeter mein Grundstück groß ist. Wie viel Quadratmillimeter? Wenn ich solch eine Aufgabe, er möchte gern eine große Zahl haben, ja. Darum geht es ihm. Wenn ich solch eine Aufgabe also bekomme, schreibe ich mir erstmal diese Einheit, die es zum Schluss werden soll, an die Seite und gehe dann auch wieder an meine Tabelle. Auf dem Weg von Quadratmillimeter zu von Quadratmeter zu Quadratmillimeter muss ich vorbei an Quadratdezimeter und muss vorbei an Quadratzentimeter. Das dachte ich mir, das erschlagen wir gleich bei der Gelegenheit mit. Das machen wir. Die Schnellen von euch, die wissen natürlich genau, was sie machen müssen. Diejenigen, die das schrittweise haben wollen, für die mache ich es jetzt. Also als erstes wandle ich um in Quadratdezimeter die nächst kleinere Einheit. Die nächst kleinere Einheit bedeutet einfach zwei Nullen dazu, beziehungsweise wenn es ein Komma geben würde, würde das Komma um zwei Stellen nach rechts rutschen. Ich übernehme dieselbe Zahl und einfach die zwei Nullen dazu und habe dann das Ergebnis 111.500 Quadratdezimeter. Diese 111.500 Quadratdezimeter wandle ich in die nächstkleinere Einheit um, das ist Quadratzentimeter. Auch hier genau das Gleiche, von der großen in die kleine, die Zahl wird größer, wieder um zwei Stellen. Jetzt wird gleich die Tafel zu klein sein, wie machen wir nein, das? Nein, wir schreiben einfach kleiner. Ach so. Nein, wir gehen noch nicht auf die Zehnerpotenz ein, da sind wir noch nicht in der vierten Klasse. Beziehungsweise einige. Wie macht man das mit Zahlen? Was ist denn, wenn ich mit meinem Hefter nicht klarkomme? Ich kann ja jetzt auch meine Zahl bei Karo-Papier nicht einfach kleiner oder größer schreiben. Dann würde ich entweder mir was drankleben. Echt, ja? Ja, natürlich. Okay. Und, oder ich weiß eben, dass ich hier mal 10 hoch 4 mal 10 hoch 5 ja, für die kann. Großen. Aber wir sind jetzt in der vierten. Wir sind ja bei den vierten und da kleben wir was dran. Das ist okay. Auch nicht schlecht. Jetzt haben wir und noch haben wir Platz. Und er hätte uns ja auch das Ganze in Quadratkilometern ansagen können. Ja, dann hätten wir den Platz auf der anderen Seite gebraucht, vorm Komma. Ja, das hat er aber nicht gemacht. Oder zwischen Komma und den anderen Zahlen. Diese gemeine Aufgabe ist Ihnen eben erst eingefallen, glaube ich. So, von Quadratzentimeter in Quadratmillimeter, genau wieder das Gleiche. Wir haben dieselbe Umwandlung, nur noch eine Einheit kleiner und es kommen nochmal zwei Nullen dran. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir alle Nullen übernehmen. Wir hatten vier und dann kommen zwei dazu und sind wir bei sechs. Und denkt nochmal dran, als wir das gemacht haben, die großen Zahlen zu schreiben, haben wir uns immer von hinten beginnend drei Stellen gemerkt, um die Zahl dann wirklich auch gut vorlesen zu können. Also 1.115.000.000 Quadratmillimeter. Und wenn man jetzt überlegt, dass vielleicht ein Quadratmillimeter vielleicht 13 Cent wert ist, dann könnt ihr jetzt ausrechnen, wie viel wert ist das Grundstück von Herrn Baldauf. Aber ob das mit den 13 Cent stimmt, das weiß ich natürlich nicht. Da müsst ihr Herrn Baldauf dann, wenn ihr ihn wieder seht, fragen. Oder aber, und wo ist unsere Adresse? Da drüben ist sie wieder. Dann
da die Orientierung, genau, da oben ist sie. Da oben ist unsere Adresse. Da hinschreiben, Herrn Baldorf fragen und dann ausrechnen, was das Grundstück da draußen wert ist. Ja, und dann könnt ihr mal nachschlagen. Dann könnt ihr mal auf die Immobilienpreise gehen für Berlin. Das sind jetzt eine Aufgabe für die Größeren. Was wäre, wenn dieses Grundstück 1115 Quadratmeter im Bezirk Mitte liegen würde? Wo ja der Quadratmeter, ich denke, so um die 6000 Euro kostet. Dann kann man das relativ schnell ausrechnen, was so ein Grundstück wert ist. Und dann weiß man auch, warum ich jetzt Brandenburger bin und nicht mehr Berliner. Ja, das ist nochmal ein Unterschied. Brandenburger und Berliner, irgendwann werden sie sich vielleicht doch zusammen raufen und dann ein Bundesland werden, aber das können wir natürlich nicht entscheiden. Das wird dann wiederum eine Befragung im Bereich Berlin und im Bereich Brandenburg wiedergeben. Mal war man ja schon so weit, dass man das versucht hat, die beiden Bundesländer zusammenzulegen. So, wir haben den Flächeninhalt ganz schnell mit einer halben Stunde versucht zu erreichen. Jetzt kämen die Übungsaufgaben dazu. Jetzt kommt auch das, wo man es wirklich benötigt. Also sprich in dem Bereich dann, wo man die Flächen ausrechnen kann zu Hause, wenn man die Wohnung insgesamt sich vornimmt. Man muss es natürlich immer wieder runterbrechen auf das Rechteck. Es gibt natürlich dann später also auch die Möglichkeit, dann die anderen Flächen zu berechnen. Falls ihr also solch eine Wohnung habt, wo Rundungen mit bei sind oder wo Dreiecksformen mit bei sind, da gibt es also auch die Formeln zur Berechnung des Flächeninhalts. Und da ist es dann auch wichtig, dass man also diese Umrechnungen auch kann. Und die dritte Umrechnungsform wäre dann Kubik. Und im Endeffekt passiert auch da wieder genau das Gleiche. Wenn man einmal dieses System verstanden hat, ist es, ich sag mal vorsichtig, kinderleicht, jede Umrechnung immer wieder durchzuführen, weil man muss sich nur daran erinnern, die Einheiten aufzuschreiben und zu überlegen, gehe ich von klein nach groß oder gehe ich von groß nach klein. Und schon habe ich eigentlich das Ergebnis. Beim Üben viel Spaß und toi toi toi. Ja, vielen Dank. Ich komme mal einfach mit ins Bild, ja, um zu zeigen, dass wir zusammen sind. Herr Bartel, darf ich eine Sache, die mir einfach aufgefallen ist, nochmal erwähnen? Was ganz Einfaches, wo ihr vielleicht Probleme habt und wo ich noch aus dem Physikunterricht 8., 9. Klasse immer wieder auf die gleichen Probleme stoße. Diese Einheiten, dieses Zusammenfassen der Einheiten hier, da gibt es eine ganz einfache, ich habe nicht so eine schöne Handschrift wie Sie, aber eine ganz einfache Regel, dieses 4 Meter mal 3 Meter Multiplikation, können wir, das sind ja überall Malzeichen dazwischen, das können wir auch umsortieren. Das ist also 4 mal 3 mal Meter mal Meter. Und dieses Quadrat, das hatte Herr Bartel einfach nicht erwähnt, das ist nur eine Abkürzung. Wir könnten hier genauso hinschreiben, das ist 12 Meter mal Meter. Und hinter diesem Quadrat steckt wirklich nichts anderes als eine Abkürzung, die sich die Leute ausgedacht haben, weil sie zu faul sind, immer Meter mal Meter. Oder wenn wir nachher noch ein drittes Meter haben, weil wir also einen Würfel berechnen oder einen, wie heißt das Ding, weil es nicht alle Seiten lang sind im dreidimensionalen Raum, nicht ein Quader, sondern ein Würfel. Rechteck. Ein Würfel. Ja, wenn alle nicht gleich lang sind, dann ist nicht es gleich. Ach so, nicht. Ein Rechteck, nein. Ein Quader. Ein Quader, dann heißt es Quader, ne? Ja. Quader. Uiuiui. Dann haben wir also 3 M's und niemand will 3 M's hinschreiben, 3 mal Meter, und deswegen schreibt man also lieber ein M hoch 2. Also das ist nichts als eine Abkürzung. Das wollte ich einfach nur ergänzen, weil dieser Schritt von, wir haben hier 4 Meter mal 3 Meter zu diesem Quadrat, den verstehen manche 7. und 8. und 9. Klässler auch nicht. Also nicht nur in der 4. Klasse ist das schwierig, sondern auch in den höheren Klassen. Deswegen sind sie mir hoffentlich nicht böse, dass ich das kurz ergänzt habe. Unbedingt, weil wir das ja in unserer 4. auch ganz oft gemacht haben, wenn gefragt wird, 4m heißt es nichts anderes als 4 mal 1 Meter. Genau die Übersetzung dieser Geschichte. Und wir lassen dann dieses Mal und diese 1 dann immer schon weg. Wenn es aber hilft, und um wirklich dann das richtige Ergebnis zu bekommen, schreibt euch alles hin. Kann nie verkehrt sein. Vielen Dank. Genau, vielen Dank. Wollen wir einfach unseren Stream beenden? Wir haben ja nicht mehr, haben wir noch was? Ach so, ja. Wir haben noch die Corona, die Gitarrengeschichte. Ach, wisst ihr, wir schieben das schon von Woche zu Woche. Ja, dann machen wir es auch nochmal. Dann machen wir es einfach nochmal. Ich mache die Tafel zu und werde dann, wenn ich das nächste Mal komme, wieder das Gleiche vorfinden. Ja, vielleicht. Okay. Kommt noch vor die Kamera, wir winken einfach vor von der Großen. Gehabt euch wohl, bleibt gesund.
Wir sehen uns morgen wieder um 9 Uhr. Schaltet ein. Vergesst nicht, die Hausaufgaben zu machen. Und morgen, warte, morgen ist Mittwoch. Morgen ist Herr Zelms wieder da. Und haben wir noch einen Gast? Wir haben noch einen Gast. Ich glaube, Frau Klingbeil wollte Mittwoch kommen. Ja. Oder kommt sie Donnerstag? Nee, Frau Klingbeil kommt, glaube ich, Donnerstag. Ja, also auf jeden Fall ist morgen wieder ein Gast da. Und ja, wir freuen uns. In dem Sinne, einen schönen Nachmittag. Ciao.